Einen schönen guten Abend an alle Zuhörer auf Okitok, an den Shortcast zum Radio D. Ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich und freue mich auf einen besonderen Talkcast, der zum ersten Mal hier auf Okitok ist, Severino Sachitananda. An meiner Seite als Co-Moderatorin habe ich meine liebe Kollegin Ipreis Salpiere, die auch einige technische Vorgänge für die Sendungsgestaltung betreuen wird. Hallo Ipreis Salpiere. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße auch alle Zuhörer, Nelly und natürlich auch unseren Gast, Severino Sachinananda, und freue mich auch sehr auf die jetzt kommende Sendung und möchte auch noch einladen, hier ins Mumble zu kommen, denn wir sind ja interaktiv unterwegs. Geht auf unsere Homepage, Mumble Download, installiert es für euer Programm und schon seid ihr dabei. Ihr werdet hier oben empfangen von unserem Team. Und es gibt auch die Möglichkeit über unseren Außenchat, auch erreichbar über unsere Homepage, hier schriftliche Mitteilungen zu senden. Vielen Dank. Und hiermit rufe ich den Severino. Guten Abend, Severino. Ja, guten Abend. Freue mich, bei euch zu sein und grüße auch von hier alle Freunde und Freigeister und zukünftigen Freunde, die noch zu uns stoßen. Guten Abend. Ja, hallo, schön, dass du da bist, Severino. Ja, viele kennen dich bereits, Severino. Manche haben sich auch schon von dir und deinen Werken sich auch inspirieren lassen. Und für alle, die jetzt die Sendung mitverfolgen, wirst du dich gleich hier bei uns in der Live-Sendung vorstellen. Ja, gerne, ich werde mich bemühen. Bitte, dann leg los. Also zum Einstieg hätte ich gerne halt so eine kurze Biografie von mir kundgegeben, wie es dazu kam, dass ich Künstler wurde, und ich versuche das nicht zu lange zu machen, weil das ja eine Sache ist, da könnte ich auch locker 3-4 Stunden, könnte man eine ganze Sendung davon machen. Also ich fasse mich kurz, ich hatte eine Jugend auf dem Land, bin auf dem Land aufgewachsen, hatte viel Baggerseen außenrum und einen kleinen Wald und ein Moorgebiet. Und als ich in die Schule kam, fing eigentlich die Zeit an, die mir gar nicht mehr so gut gefallen hat. Deswegen ging ich nicht gerne in die Schule, habe die Schule oft geschwänzt und habe mich lieber im Wald und mit Tieren rumgetrieben, habe mir Baumhäuser gebaut und solche Sachen gemacht und war dann auch ein sehr schlechter Schüler. Wahrscheinlich ein hyperaktives Kind, wird es heute heißen. Und so ging es dann weiter, bis ich eine Lehre anfangen musste, so mit 14 rum. Und da gingen auch diese ganzen Zwänge und Drücke los, wo man noch gar nicht weiß, was man will. Wie soll man mit 14 Jahren wissen, was man will? Und ich habe das schon als einen großen Druck empfunden und habe da halt mal mitgemacht, so lange, bis ich halt frustriert war und dann mir was anderes gesucht habe und so meine Lebenserfahrungen gemacht und habe mich da auch ganz verloren durch diesen Druck der gesellschaftlichen Zwänge, die Rollen und Normen, in die man da versucht wird reinzupressen. Und in dem Alter hatte ich ja auch noch gar keine Reflexionsfähigkeit, um meine Lage wirklich zu erkennen. Nun, das ging dann immer so weiter. Ich war Disc-Jockey einige Jahre lang, habe verschiedene Existenzen durchgemacht, vom Hippie zum Popper und dann auch mal vom Popper wieder zum Rocker. Und vom Rocker dann hat mich irgendwann die Bundeswehr eingezogen. Und bis dahin hatte ich dann schon einige auch krasse Erfahrungen gemacht, die mich letzten Endes zum Nachdenken so langsam gebracht hatten, Reflexionsprozesse bei mir ausgelöst hatten. Und so kam es, dass ich dann bei der Bundeswehr gelandet bin, obwohl ich da nicht hin wollte. Und ich war dann auch ein ganz schlechter Soldat. Ich bin nie befördert worden und habe da ganz viele Schwierigkeiten gemacht im Sinne von Befehle verweigert. Habe also gar nicht meine Uniform angezogen, bin morgens im Bett liegen geblieben und hatte da natürlich, jeder kann sich denken, diverse Schwierigkeiten, die mich dann auch vor Gericht brachten und dort ins Gefängnis brachten wegen Befehlsverweigerung und solchen Geschichten. Dann habe ich eine Fahnenflucht gemacht
und war da 6 Wochen lang auf der Flucht. Die Polizei hat mich gejagt und die Bundeswehr, die Feldjäger waren hinter mir her. Und es war dann irgendwann so stressig, dass ich aufgegeben habe und gemerkt habe, das bringt jetzt nichts mehr, wenn ich da weiter flüchte, weil irgendwann kriegen sie mich ja doch. Und ich hatte auch keine finanziellen Mittel, um weiter zu existieren, und habe mich dann gestellt, musste also die Bundeswehr quasi auch nachdienen. Dann diese ganze Zeit habe ich alles hinter mich gebracht, und dann irgendwann, nachdem ich in dieser Diskothek dann gearbeitet hatte, jeder von euch weiß, wovon ich rede wahrscheinlich, wenn man Tag für Tag in so einer Kneipe arbeitet und mit vielen Leuten zu tun hat, der Alkohol fließt und andere Sachen, und dann kommt man auch irgendwann mal an den Punkt, wo man frustriert ist und wo man eigentlich mal nachdenken müsste, ob das Leben noch stimmt, ob man sich nicht vielleicht korrigieren müsste. Und das habe ich dann auch getan und habe so einen kleinen Rückblick gehalten und gemerkt, ich muss mal ganz hier raus. Dann bin ich nach Berlin. Ich war damals 22 Jahre alt, vielleicht knapp 23, bin nach Berlin, habe kaum Geld gehabt und habe das aber einfach versucht, habe diesen Schritt gemacht ins Unbekannte und wollte mir dort auch eine Arbeit suchen, was ich dann auch gemacht habe. Bin dann nach einer gewissen Zeit in so Künstlerkommune gekommen, wo sehr interessante Menschen waren, die mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so richtig inspirierten. Also da waren Musiker, Maler und auch ein Bildhauer in Berlin-Kreuzberg in so einem besetzten Haus. Und da bin ich dann oft hin. Ich habe plötzlich da durch diese Leute gemerkt, hey, das Leben hat ja noch was ganz anderes zu bieten als alles, was du vorher gemacht hast. Vielleicht hast du das jetzt alles durchleben müssen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und ich war dann wirklich ganz stark inspiriert von diesen Leuten, habe mich mit so einem Maler angefreundet, und nach kurzer Zeit habe ich selbst Lust gekriegt, Bilder zu malen, habe dann angefangen, mir Leinwände zu kaufen, die schon bespannt waren, und mich so ein bisschen in die Ölmalerei einführen lassen, da von meinem Freund, und habe direkt begonnen, Bilder zu malen. Und es war so freudvoll, ich habe plötzlich wieder Glücksgefühle gehabt. Vieles, was ich so verloren hatte an positiven Emotionen, an einer Zufriedenheit, dass man lebt, und diese ganze schöpferische Glück, was man empfindet, wenn man kreativ ist, ja, das kam da plötzlich zu mir, und da war mir ganz schnell klar, ich muss mein Leben total ändern, ich muss Künstler sein, ich muss es irgendwie schaffen, aus dieser Gesellschaft auszusteigen. Und irgendwie einen Weg finden, war mir überhaupt noch nicht klar, wie ich das alles machen soll, aber das hat sich einfach alles so gut angefühlt, dass ich da ohne weiter nachzudenken reingesprungen bin und habe also angefangen, Ölbilder zu malen, habe das jeden Tag gemacht, und das war wunderbar. Ich habe plötzlich positive Reaktionen von Menschen gekriegt, und die mich weiter inspirierten, und bin dann auch in Museen gegangen. Habe mich plötzlich für Kunst interessiert und habe da halt einen ganzen Kosmos entdeckt von vorher mir unbekannten Welten sozusagen. Und bin dann auch in Künstlerbiografien eingetaucht. Und da sind jeden Tag Dinge, Erkenntnisprozesse passiert. Und ich habe oft gedacht, Mensch, wie blöd warst du nur, was du vorher alles gemacht hast und wo du überall durch musstest. Aber wie gesagt, das gehört einfach dazu. Das merkt man ja dann auch. Teil des Selbstfindungsprozesses. Und dann habe ich also gemalt und bin dann auch in Riesenschwierigkeiten gekommen, weil nach einer gewissen Zeit hatte ich ja auch kein Geld mehr. Es ist schwierig als Künstler, wenn man anfängt und muss dann irgendwann davon leben und die Bilder verkaufen. Das funktioniert nicht immer gerade so gut, und das war auch bei mir so. Habe dann viele finanzielle, materielle Notsituationen gehabt, bin mir manchmal vorgekommen wie Van Gogh, der ja auch Zeit seines Lebens nur ein Bild verkaufen konnte, und das für 2 Päckchen Tabak, soweit ich mich erinnere. Und ja, es ging trotzdem immer weiter, aber es tauchten zu dieser Zeit Themen auf, die Philosophie kam zu mir, ich habe angefangen,
durch einen befreundeten Journalisten, der ein paar Jahre älter war als ich und mich da quasi eingeführt hat und inspiriert hat, mich doch mal mit Philosophie zu beschäftigen, und hat mir Nietzsches Zarathustra vorbeigebracht, den habe ich dann gelesen. Und das alles hat mich weiter inspiriert, und ständig sind so Erweckungs-Erkenntnisprozesse bei mir passiert. Ich habe auch im negativen Sinne, habe ich plötzlich auch immer mehr gesehen, was in unserer Gesellschaft läuft, weil ich habe ja dann mittlerweile mir wieder diese schönen Werte schon ein Stück erarbeitet gehabt und wusste ein Stück weit, worum es im Leben geht, Schönheit zu erzeugen, Glück, Freundschaft zu erleben und so weiter. Und ja, dann war eine harte Zeit. Ich habe gesehen, unsere Gesellschaft, da läuft einiges schief, die Atomkraft, die ganzen Umweltzerstörungen und meine Beobachtungen, was so in der Politik alles passiert. Das hat mich schwer zum Nachdenken gebracht. Irgendwann kam ich dann auch zu George Orwell 1984, habe das gelesen, und das war gerade so in der Zeit 1984, als ich es gelesen habe. Und hoppla, habe ich gedacht, da ist ja ganz schön was am Anrollen. Und habe da immer mehr hingeguckt, und ihr wisst selbst, wer hin. Du bist momentan nicht zu hören. Ja, ich habe es gerade wieder. Wer hinguckt, der entdeckt die Sachen. Und so habe ich immer mehr entdeckt, und das Leben ist immer interessanter geworden. Ich habe dann irgendwann eine Krankheit gehabt, war mit Krankheit konfrontiert, habe dann eine Krebserkrankung gehabt. Die will ich aber jetzt nicht hier auch ausführlich erzählen. Das habe ich schon bei Time to Do und beim Alpenparlament gemacht. Und auch da wieder Erfahrungen gemacht. Die metaphysische Ebene entdeckt unseres Lebens, die transzendenten Bereiche, die Magie auch, den Schamanismus, und bin da eingetaucht, habe da verschiedene Selbstheilungen durchgeführt. Und so ging es immer weiter, und in der Krisenzeit, wo ich den Krebs hatte, habe ich angefangen mit Holzbildhauerei. Ich habe im Wald, in der Waldhütte gelebt, habe dann angefangen, Holzskulpturen zu machen. Und es war wieder eine total neue Erfahrung, die mich total tief wieder berührt hat. Ich fing auch zu der Zeit an, mit einer Trommel zu spielen, und habe mir eine Flöte besorgt. Fing an, so Querflöte und so eine Panflöte zu spielen, und habe auch diese Welt der Musik entdeckt in dieser Zeit. Und das hat mir therapeutisch immer sehr geholfen, und habe dann halt gemerkt, wie groß der therapeutische Wert von Musik ist, ja, wenn man singt oder wenn man Musikinstrumente spielt und sich da ausleben kann und in der Musik oder im Text auch Dinge formulieren, die vielleicht sonst nicht so rauskommen, und dadurch kann man sich einfach selbst heilen. Die Welt ist immer mehr aufgegangen. Ich sage immer, wir leben in einem Riesenschloss eigentlich und werden in einem Zimmer eines Schlosses geboren. Und eigentlich unser Aufwachprozess ist der Prozess, dieses Schloss zu entdecken, aus diesem Zimmer rauszugehen und dann plötzlich zu entdecken, der Kosmos ist ein gigantisches, wunderbares Ding mit unglaublich vielen Räumen, Multidimensionalität, und unser Leben oder unsere Selbsterfahrungen, die machen wir eigentlich in so einem Schloss. Wir entdecken ununterbrochen, dass die Dinge doch nicht so sind, wie wir gedacht haben, dass sie in einem viel größeren Rahmen stehen, in einen viel größeren Kontexten hineinpassen, die dann in den Kosmos hinausragen und mit essentiellen Fragen unseres Lebens zu tun haben. Willst du mal zwischendrin vielleicht mich was fragen? Ja, ich wollte nicht gerade den Redefluss stören. Und zwar als allererstes möchte ich mal auf den speziellen Namen eingehen. Satchitananda, Severino Satchitananda, das ist sicher ein Künstlername und hat auch sicher eine Bedeutung. Was wäre das? Das hat eine Bedeutung, wo sich eine Sendung drüber machen ließe, ja. Weil das ist die Essenz von allem, was ist. Und Satchitananda, ich komme zu dem Namen, weil ich mich mit 6, 27 habe ich die Veden entdeckt, die Sanskrit-Texte und die Übersetzungen dieser Texte, also die Bhagavad Gita
und die vielen anderen Bücher, die dazugehören, und habe mich in das eine oder andere eingelesen, habe das total interessant gefunden, die vedische Philosophie und Kosmologie, und bin da drin geschwommen und gebadet und habe dann quasi in der Philosophie entdeckt, da gibt es den Begriff von Sattva. Und Satt ist davon abgeleitet, von dem Begriff Sattva. Das ist ein Begriff, der die Güte, die Reinheit, die Barmherzigkeit und solche Werte bezeichnet. Und also das ist ein Wort, das ist aus drei Wörtern zusammengesetzt, die alle aus der Philosophie kommen und mit Kosmologie zu tun haben. Also Sattva, die Barmherzigkeit. Und Chit ist ein Begriff, den man für jemanden anwendet, der spirituelles Wissen hat. Also jemand, der spirituelles Wissen hat, der hat Chit. Das ist die nächste Bedeutung von Satchit, und Ananda ist die Glückseligkeit. Also es ist eine Zusammenfügung auch von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir leben immer in einem Hier und Jetzt, und die Vergangenheit ist immer genauso präsent, und die Zukunft, die ist zu jeder Zeit präsent. Ja? Genauso wie ich jetzt oder du und jeder von uns Erinnerungen im Kopf hat, obwohl er hier im Je und Jetzt ist. Ich rede jetzt hier, habe aber gleichzeitig meine ganzen Erinnerungen im Kopf, über die ich ja auch gerade erzähle. Also die Vergangenheit, die ist immer da. Ja, das stimmt. Du hast darüber berichtet, dass du dich in dem System auf unserer Welt dich als junger Mann dich nicht zurechtgefunden hast und dass du für dich festgestellt hast, dass das nicht das wahre Leben ist, das du leben möchtest. Du hast einiges probiert und versucht und wurdest aber immer unglücklicher, weil du dich auch eingezwängt fühltest. Und du bist auch beispielhaft für Menschen, die sich vielleicht in derselben Situation befinden. Du bist diesen Weg gegangen. Du hast zu dir zurückgefunden, kann man sagen. Das erste Lied, was wir eingespielt haben am Anfang der Sendung, das ist auch ein Lied von dir. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, gerne. Also kommen wir auch wieder zu Satchitananda. Im Grunde genommen wollte ich dazu auch noch was sagen. Kann ich ja auch gleich noch machen. Zu diesem Lied, ja, das ist ein heiliges Mantra und besingt die Ewigkeit und Unsterblichkeit, die Reinheit der Seele. Und es tut sehr gut, es zu singen. Und ich merke oft, auch wenn es andere Leute hören, dann berührt es die Leute und es macht was mit dir, ja. Und ich fand nur die Aufnahme, möchte ich gerade hier auch nochmal sagen. Ich habe sie ja gehört zu Anfang der Sendung, die war sehr gestört, ne? Hat geknistert und so, aber als ich sie euch geschickt habe, hat sich die noch richtig gut angehört. Ich habe sie nämlich vorher auch angehört. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen, irgendwelche technische Schwierigkeiten, vermute ich mal, dass wir entschuldigen uns auch dafür. Kein Problem, sowas kann passieren, ne? Damit sind wir immer mal wieder konfrontiert und wir müssen lustig bleiben. Genau so ist es. Ja, ich finde es wirklich sehr schön, dass du hier zu uns gefunden hast und wir werden heute Abend auch auf dein neuestes Buch darauf eingehen. Das ist Bewusstsein, Desillusionierung. Ich habe das Buch bereits gelesen und ich sehe es für mich so, dass das auch eine Zusammenfassung deiner Erkenntnisse ist. Das, was du in deinem Leben erlebt hast und für dich an Wissen gewonnen hast, das hast du alles in dem Buch zusammengebracht. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Das ist wirklich, hast du sehr gut erfasst, und ich finde es schön, dass du es auch geschafft hast, das Ganze zu lesen, weil es ist ja auch nicht nur eine leichte Kost, eher auch oft eine schwere, weil es einfach mit unserer Zeit, der Welt, in der wir leben, konfrontiert. Aber ich finde es toll, dass du es gelesen hast, und man kann wirklich sagen, ich habe zu der Zeit, also im Jahre
2011 auf 12 habe ich es geschrieben und es war mir wichtig, alles mal zusammenzufassen in so einem kleineren Buch. Es ist ja jetzt nicht so ein dickes Buch, ein ganz normales von der Seitenzahl her, was ich so an Erkenntnissen gewonnen hatte und irgendwie für mich selbst klarer zu werden, wo stehen wir jetzt und die Essenzen rauszuarbeiten. Und das wollte ich einfach auch anderen Menschen eine Hilfe geben, um zu erkennen, was hier gerade auf dem Planeten passiert, was unsere Rolle ist und so weiter und wie wir uns aus diesem verrückten, ganz normalen Wahn, so habe ich dann ja auch das Buch genannt, herausziehen können. Ich habe also auch versucht, Lösungen darin anzubieten, wie kommt man aus diesem Wahn raus? Ja, und möchte noch kurz dazu erwähnen, dass das Buch im Schill Verlag erschienen ist. Für alle Interessenten, die vielleicht auch das Buch erwerben möchten. Das Buch ist im März 2012 erschienen. Stimmt das, Severino? Das sind meine Informationen. Ja, das stimmt. Das ist im Jahr 2012 im Schild Verlag erschienen. Ich habe es auch schon bei Time to Do mal vorgestellt und beim Alpenparlament. Allerdings sind da immer nur Fragmente der Inhalte besprochen worden und es kam oft gar nicht so richtig dazu, wirklich mal das Buch darzulegen. Ja? Da habe ich jetzt aber ein Video gemacht, so einen kurzen Clip, der ist auf meiner Website severinosachidananda.de. Da geht es um das Buch, da stelle ich das Buch vor, so ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten, wo ich mich ausführlich dazu äußere. Ja, und ich empfinde es so, nachdem ich das Buch gelesen habe, also das Buch ist zwar vor fast 2 Jahren erschienen, aber die Passagen, die Beiträge und die Informationen, was in dem Buch vorkommen, sind aktueller denn je. Und ich habe mir erlaubt, einige Passagen herauszukopieren für die heutige Sendung, die ich als sehr interessant fand. Und fallweise auch sehr, sehr berührend. Ja, ich möchte im Laufe der Sendung, wenn ich darf, zusammen mit dir näher darauf eingehen. Ja, gerne. Schön wäre es allerdings auch, wenn ich so zwischendrin ein paar Gedichte vortragen könnte. Haben wir ja auch vorgesehen. Das Ja, wird uns genau. sicher bereichern. Ja, genau. Und du hast dem Buch, hast auf der ersten Seite beginnt mit einem kurzen Gedicht oder ich sehe es auch als ein Gebet an die Mutter Erde, was mir sehr gut gefallen hat und auch mich zum Nachdenken angeregt hat. Vielleicht magst du auch dieses kurze Gedicht vorlesen. Severino? Ja, da bin ich. Na schön. Du meinst im Eingang des Buches für die Genau, Erdmutter Gaia. für die Erdmutter Gaia. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das ist auch mitunter deine Motivation deine Mitmenschen, für die Menschheit und für die Erde im Allgemeinen, warum du auch dieses Buch zusammengefasst hast und geschrieben hast und auch weitertragen möchtest. Genauso ist es, wie du sagst, und das ist quasi so eine Widmung auch. Das ist nicht wirklich ein Gedicht in diesem Sinne, aber ist eine Widmung, es ist eine Weihung. Ich habe mein Buch dieser Idee geweiht. Genauso, was ich noch zu meinem Namen sagen wollte, es gibt, wenn man das mal begriffen hat, Nomen est Omen, im Namen liegt Bedeutung. Und ich habe damals gemerkt, es ist wichtig, für mich mir einen spirituellen Namen zu geben, der Programm ist, der das ausdrückt, was ich gerne möchte und das verkörpert, wohin ich will. Und aus diesem Grunde habe ich mir diesen Namen zugelegt, ja. Und genauso ist es wichtig, ein Werk, ein künstlerisches, egal was es auch ist, immer zu weihen. Denn du bist ja eigentlich nicht der Schöpfer. Der wirkliche Künstler ist Medium, der letzten Endes durch den großen Geist inspiriert wird und die Dinge schafft. Aber nicht er ist es, der es macht. Ja, Du ich bist der lese das. Vermittler. Ja, ich bin nur der Vermittler, der Botschafter, ja. Und dafür habe ich ja zum Beispiel auch dieses Wassermann-Symbol
in meinem Buch da am Anfang, ein Wassermann, der sein Gefäß ausgießt. Ich bin übrigens selbst auch Wassermann vom Sternzeichen her und es passt ganz gut und wir gehen ja ins Wassermann-Zeitalter und aus diesem Grunde ist der Wassermann da, der symbolisiert nämlich auch den Umschwung vom Materiellen ins Geistige und dieses Wasser, was er da aus seinem Gefäß ausleert, das ist die geistige Befruchtung, das ist letzten Endes die Information, weil der Wassermann oder die Luftgeister, die informieren. Ihr seid auch Luftgeister, die Preiselbeere und die Nelly. Schön. Und unsere Aufgabe ist es ja jetzt, zu informieren. Ganz wichtig, wir informieren. Und das ist auch, wenn du die Vier-Elemente-Lehre nimmst, die zum Beispiel auch Naturkulturen hatten, da werden ja die verschiedenen Clans eingeteilt. Da gibt es einen Feuer-, Erd-, Luft- und Wasser-Clan. Und eben die Luftzeichen, das sind eigentlich die Zeichen, die im Stämmen, die immer die Aufgabe von ihrer innersten Veranlagung her hatten, das alte Wissen zu bewahren, also als Hüter zu, eine Hüterfunktion zu haben und das neue Wissen, was ein Stamm oder eine Gemeinschaft macht, was da beobachtet wird, zu sammeln und zu formulieren und in der Stammestradition zu überliefern. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich und meine Teamkollegin so bezeichnet hast als Hüter der Weisheit. Absolut, also ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es sind Millionen von uns unterwegs da draußen, ja. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ja, also ich komme jetzt trotzdem wieder auf deine Widmung zurück. Die kann ich auch gerne vorlesen. Ich habe das Buch vor mir, wie du möchtest. Wenn du es gerne vorlesen möchtest, darfst du es machen, klar. Okay, dann lege ich mal los. Für die Erdmutter Gaia, möge sie das Verbrechen Jahrtausende andauernder Vergewaltigungen und Ausbeutungen vergeben. Für alle Schwestern und Brüder auf der Erde, und andere kosmische Intelligenzien und Kräfte, die daran mitarbeiten und dafür wirken, auf der Erde ein Paradies zu erschaffen aus Liebe, Wahrheit, Schönheit, Wissen und Weisheit. Ja, schön. Ja, Ja, das ist fand die ich auch Widmung. sehr, sehr schön, sehr berührend und hat mir wirklich zum Nachdenken gegeben, ganz am Anfang schon. Wo ich dann schon ein bisschen gewusst habe, okay, das wird keine leichte Kost werden. Das ist ein Buch, was man verdauen muss. Auf jeden Fall, das muss man verdauen, ja. Da hast du recht, das ist eine. Also interessant ist ja, wenn man das Buch dann schon eine Zeit lang am Laufen hat und es ein paar Mal verkauft ist oder ich habe es auch an Freunde verschenkt und so und dann auch die Reaktionen beobachtet, wie die Leute damit umgehen. Da gibt es zum Beispiel welche, die sind völlig inspiriert, die sagen zu mir, danke, dass du mir das gegeben hast, da ist so vieles drin, was ich vernachlässigt habe und verdrängt habe, mir ist so viel hochgekommen. Aber also das sind die positiven Reaktionen, die gibt es nicht so oft, ja. Und dann ganz oft auch, dass es gar nicht gelesen wird, weil es konfrontiert einfach so stark, dass es manche sofort weglegen. Das liegt dann da, kann dann da ein halbes Jahr auch liegen und vielleicht kommt es ja irgendwann zu dem Betreffenden noch. Aber es sind die unterschiedlichsten Reaktionen halt, je nachdem, wie jemand gerade in welcher Verfassung er ist und ob er halt offen ist. Weil die Voraussetzung, dass Dinge zu uns kommen können, Erkenntnisse und so weiter, ist ja unsere eigene Offenheit. Ich sehe gerade, wir haben einen weiteren Studiogast, das ist der Passepartout. Hallo Passepartout. Guten Abend, ich höre euch zu und ich freue mich, dass wieder ein Mensch aufgewacht ist und laufend wachen Menschen auf. Ich freue mich einfach nur.
Du, mein lieber Passepartout oder wie du hießt, soll ein Witz sein. Ich bin schon lange aufgewacht, weißt du. Meine ganze künstlerische Arbeit der letzten 30 Jahre ist eine Arbeit von Aufwachen. Und man wacht immer weiter auf. Es hört ja gar nicht auf, dass man aufwacht, weil man kann immer noch mehr aufwachen. Das Bewusstsein kann immer noch mehr sich weiten. Richtig, da bin ich mit dir einer Meinung. Beziehungsweise, ich schaue in dieselbe Richtung. Ich meine jetzt die Menschen, die ich also bewusst wahrnehme, wie sie aufwachen in dem Prozess, tja, dass sie einfach irgendwie merken, es geht so nicht weiter, es muss noch irgendwie einen anderen Weg geben als den Weg, der nur über den Verstand entstehen kann. Da ist noch mehr als der Verstand. Absolut, du hast vollkommen recht, nämlich die Gefühle. Ja, also unsere ganze Psychologie zum Beispiel, wenn man Heilung bei sich bewirken will, da muss man an die Gefühle ran. Und unsere Psychologie, die Psychoanalyse, Psychiatrien und so weiter, die arbeiten ja nur mit dem Kopf. Und unsere ganzen Traumatisierungen, unsere Verletzungen, Traumatisierungen, die sind in über unsere Gefühle abgelagert, ja. Du kennst bestimmt die vier verschiedenen Schwingungszustände unseres Gehirns, Beta, Alpha, Theta und Delta-Wellen. Also das heißt das Wachbewusstsein, Entspannungsbewusstsein, die Traumphase und die Tiefschlafphase. Wenn jetzt jemand verletzt ist in seinen Gefühlen, und wir alle sind das ja, dann, wenn die Verletzung sehr groß ist, dann wird sie verdrängt und zwar sinkt die runter quasi bis zur Delta-Welle in die Tiefschlafphase und wirkt von dort ab, dort wird sie erstmal eingespeichert und die wirkt von dort dann irgendwann als körperliche Krankheit weiter. Und die Bewusstwerdung ist eigentlich auch ein Prozess, dass man zurück muss zu diesen verdrängten Gefühlen, dass man sie eben auch den Schmerz wieder empfinden muss, den man hatte, als man sie erhielt, diese Verletzungen, und sie so nochmal durchleben muss. Und die nächste Phase ist dann, ich habe das schon mehrfach erlebt, gerade vor kurzem bin ich an ein Thema bei mir gestoßen und habe dann gleich in der nächsten Nacht, nämlich von diesem Delta-Tiefschlafbewusstsein, kommt es dann hoch und geht in den Traum, wird als Traum bei dir sichtbar, dieses Thema. Bei mir war es ein Angstthema, ein verdrängtes. Tja, ich glaube, Angst ist, ja, okay, ich will jetzt nicht über die Angst sprechen. Es ist einfach, Angst kann man nicht erklären, Angst kann man nur fühlen. Und wenn man in die Gegenwart kommt, also dort, wo eigentlich keine Zeit ist, ich glaube, da begegnet jeder irgendwann mit seiner eigenen Angst. Ja, zwangsläufig. Und ich meine, wir haben es halt mit vielen Ängsten zu tun. Es gibt die künstlichen Ängste, die mit existenziellen Ängsten und Liebesentzug, das sind so die typischen Ängste, die bei uns schon als Kindern installiert werden, ja, so was man so früher genannt hat, Zuckerbrot und Peitsche. Also wenn du verhältst dich so, wie ich es gern hätte, dann kriegst du Schokolade, dann wirst du geliebt. Und wenn du nicht so dich verhältst, dann gibt's die Peitsche, ne? Gibt's den Liebesentzug, ja. Und damit haben wir es zu tun. Ja, und dadurch ist eben dieser Zustand entstanden, dass wir keine Liebe mehr schenken können, ohne dass wir etwas zurückerwarten. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir tun, uns und unseren Mitmenschen antun können. Ja, genau. Und ich würde sagen, eine grundsätzliche Lösung für all unsere Probleme liegt in der Voraussetzung, dass wir offen werden, dass wir uns öffnen dem Liebevollen und Geistigen, dem Sanften und Entzückenden, das uns alleine in eine andere Art von Realität überführen kann. Anders als die Realität, die wir kennen und als das Böse und Herunterziehende in der Welt wahrnehmen. Genauso wie wir die Hölle erschaffen haben müssen, beziehungsweise genauso wie wir die Hölle erschaffen haben oder dazu beigetragen, die Hölle zu erschaffen, können wir den Himmel erschaffen.
Wir müssen es einfach nur tun. Und das geht nur kompromisslos, denn Wahrheit macht keine Kompromisse. Sie ist immer da. Aber du kannst sie natürlich missachten, ihr kein Gehör leihen, wenn sie durch dein Gewissen zu dir spricht. Severino, da habe ich auch mal eine Frage an dich. Du bist ja jetzt, wie du sagtest, über 30 Jahre schon auf deinem Weg des Aufwachens und du sagtest, es hört gar nicht auf, das Aufwachen. Aber ist nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Harmonie eingetreten inzwischen und die sehr hektische, teilweise auch sehr schicksalsgebeutelte Phase, ist die jetzt vielleicht schon, kannst du sagen, dass die hinter dir ist? Also was wir alles so gehört haben mit deiner Jugend und als junger Mann und so weiter, diese sehr extremen Ausschläge, sage ich mal, ob die, empfindest du das so, dass das nicht mehr so stark auf dich einprasselt oder wie empfindest du das? Ja, natürlich, das ist ja auch das Schöne am Alterwerden ist, am Älterwerden ist ja, dass man, wenn man was gelernt hat und die Essenzen gefunden hat und begriffen hat, so langsam, um was es geht, dann wird man auch ruhiger, man wird konzentrierter. Und ich meine, ich habe verschiedene Meditationspraktiken auch mir angeeignet. Im Grunde genommen ein wacher Mensch, der ist immer in Meditation. Ja? Da gibt es ja auch so viele Missverständnisse, was Meditation betrifft. Meditation heißt ja nicht nur einfach hier im Yoga-Sitz sitzen, sondern das Ergebnis von einem Menschen, der wirklich meditiert, der wach ist, der meditiert ständig. Mhm. Und also es gibt nicht mehr so eine argen Ausschläge, sage ich mal, so Rückschläge, Krankheiten, Krisen. Nun doch, ja, natürlich, die kann es auch geben. Man ist ja, verstehst du, wenn du dich hingibst, dem was ist, und ich habe die Einstellung, ich nenne das Gottvertrauen, was ganz essentiell ist, da können wir ja auch noch drüber reden, weil das auch was ganz Wichtiges war, was ich begriffen habe und gelernt habe, dieses Gottvertrauen zu haben. Damit kommt man durch alles durch und vieles ist auch gar nicht so dramatisch, wenn man dieses Vertrauen hat, weißt du, dann kann man eine Krise ganz anders bewältigen, wenn man dieses Gottvertrauen hat, einfach, wenn ich an meine Grenze komme, dann übergebe ich es Gott, weißt du, dann sage ich, okay, Herr, kannst ihn Christus nennen oder wie auch immer, großer Geist ist eine schöne Anrede, finde ich, für mich. Und oder manchmal sage ich auch Krishna, weil er hat viele Namen und er freut sich vielleicht sogar, wenn du viele Namen anwendest, weil er ist der, der viele Namen hat. Meinst du, danke Severino, meinst du, dass es leichter ist, diesen teils auch turbulenten Weg des Aufwachens als Künstler zu gehen? Im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht ins Büro geht oder zur Baustelle oder in recht festen Strukturen angestellt ist? Ist schwer zu beurteilen, weil jeder ist letzten Endes ein Individuum und man kann da nicht sagen, jeder hat so seine persönliche Geschichte, was er da so durchleben muss. Und ich kann nur von meiner Geschichte reden oder von Beobachtungen, die ich bei anderen mache. Aber zunächst rede ich immer von meinen Beobachtungen, meinen eigenen. Und ich kann heute super mit Krankheit umgehen. Ich habe die letzten 4 Jahre sogar insgesamt schon 3 Krebserkrankungen gehabt. Die letzten 4 Jahre 2. Und ich habe die natürlich alle ohne Chemotherapie hinter mich gebracht. Ich habe hingeguckt, hab das akzeptiert, hab das durchlebt, hab quasi die Krebserkrankung als meine Heilung gesehen und hab gemerkt, dass das eigentlich nur der, dass das quasi die Krebserkrankung selbst, ich hatte Tumore gehabt, erkannt, dass das die Heilung schon ist, ja. Und das dann durchzuhalten, das geht nur mit Gottvertrauen, weil die Ärzte oder andere Menschen außenrum, die heben die Hände über den Kopf und ermahnen dich, zum Arzt zu gehen und das muss doch schnell und Chemotherapie, aber das war für mich nie die Frage, weil ich einfach immer dieses Gottvertrauen hatte. Ich nehme es so, wie es ist. Ich versuche, meinen Weg zu gehen. Ich tue mein Bestes. Ich tue, was ich kann und wahrscheinlich macht das auf irgendeine Art auch jeder und mehr kann ich nicht tun. Ich bemühe mich. Ja, da möchte ich kurz was vorlesen aus deinem Buch. Breitzerbär, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nur mal lieben Dank sagen zum Severino und noch einmal darauf hinweisen für alle Zuhörer, die über die Homepage zuhören oder andere Kanäle,
dass Sie sich hier auch per Skype-Phone sehr gerne einwählen können. Einfach auf unsere Homepage gehen, orchitalk.com. Da gibt es den Skype-Button und dann könnt ihr hier auch aktiv mitsprechen. Dankeschön. Wir haben auch noch die SIP-Phones aus Österreich, die Nummer 0720 511 237 und für Deutschland 089 244 14780. Ja, und das war jetzt, wäre jetzt dazu passend, eine kurze Passage aus deinem Buch vorzulesen. Weil du gerade Preiselbeere gefragt hast, ja, meinst du, Severino, dass in dem engen System, was wir haben, Wirtschaft und so weiter, nicht so gut ist? Oder kann man das jetzt für alle einheitlich sagen, wie es besser wäre, für sich selbst zu handeln? Da hatte Severino am Anfang des Buches im Kapitel Bewusstsein und Desillusionierung ausführlich darüber berichtet, wie er die Sachlage sieht. Darf ich kurz vorlesen, Severino, ist das okay? Ja, bitte, lies vor. Ja, und da steht, einer der erschreckendsten Tatsachen ist jedoch der Zustand, dass die große Masse der Bürger und Bewohner der Welt nicht bemerkt und wahrhaben will, dass unsere Realität, unser Alltag und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit völlig manipuliert und verzerrt wird durch die Medien bzw. die mächtigen Interessengruppen, denen sie gehören. Diese ganze Politik- und Wahltheater, genannt Demokratie, ist eine Lüge ohnegleichen. Und noch etwas möchte ich dazu vorlesen. Und dafür gehen 80% oder mehr der Bürger 45 oder mehr Jahre ihres Lebens arbeiten. Und da wir von klein auf erzogen werden, jedenfalls die meisten von uns, die gesellschaftlichen Werte und Gegebenheiten hinzunehmen und nicht in Frage zu stellen, erkennen wir nicht den Irrsinn, der darin liegt, unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit zum größten Teil auf die materiellen Dinge zu richten. Und alle staatlichen Einrichtungen wie Schulen und Universitäten und sonstige Bildungsinstitute fixieren und verstärken unseren Blickwinkel ins Materielle. Ja, genau, das ist unser Problem und wir sind in der Matrix. Das Ganze nennt man die Matrix. Ihr habt bestimmt auch, ich gehe mal davon aus, die meisten kennen diesen Film, besonders den ersten Teil, der schildert, wie Neo in die Matrix initiiert wird und diese Sachen erkennt. Und unsere ganzen Gespräche hier sind Offenbarungen und Reisen in der Matrix und wir stellen diese ganzen Zusammenhänge fest. Wir kommen dann auch in kosmische Bereiche, die mit Außerirdischen und Göttern und so weiter zu tun haben. Also das geht alles sehr weit und da kann natürlich jemand, der das gerade mal entdeckt, dass in der Gesellschaft so einiges schief läuft, noch nicht gleich in der Regel auf die Ebene gehen, wo es halt noch viel tiefer geht, in den Hasenbau, der viele verschiedene Gänge und Ausgänge und Quergänge hat. Und das ist eigentlich, ja, wir reden über die Matrix, die da draußen installiert ist und die uns in dem Film ganz gut vermittelt wird, wie ich finde. Ja, und du schreibst noch auch darüber, dass wer seine Gedanken nicht beherrscht, dessen Gedanken werden beherrscht. Und wer es versäumt, sich eigenwillig liebevoll auszurichten, der wird ausgerichtet. Niemand ist mächtiger als Gott in uns, Licht in uns. Wir müssen diese Macht liebevoll gebrauchen und Nein sagen zu Tendenzen von Erwartungen und Verpflichtungen, die man an uns heranträgt und die uns nicht gefallen. Das wollte ich nochmal schnell vorlesen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr gut, ja, also wir werden voll in die Verantwortung wiederkommen. Unsere Verantwortung für uns selbst, für die Schöpfung, für unsere Mitwesen, alle, die hier auf dem Planeten leben. Und ich denke, dieses Bewusstsein, wenn das reift, dann erkennt man immer mehr auch, der Mensch, auch der ursprüngliche Mensch vor Hunderttausenden von Jahren, der hier lebte, der hatte eine totale Hüterfunktion für diesen Planeten. Ne? Und was dann kam, das ist als die Geschichte der gefallenen Engel bekannt, dann sind hier
quasi außerirdische Intelligenzen eingefallen und haben diesen Planeten seither manipuliert. Und auch die Menschen werden von ihnen benutzt wie eine Batterie. Und das zeigt ja auch gut der erste Matrix-Film, wo klar wird, die Menschen, die werden ausgesaugt, du wirst geboren, dann fängt es gleich an, dass du Geld bezahlen musst, dann wirst du ausgenutzt bis zum Schluss, ja, weil Geld ist ja der Gegenwert deiner Lebensenergie, die du einsetzt für die Arbeit. Du arbeitest jeden Tag 8 Stunden, das ist deine Lebenszeit. Dafür kriegst du als Gegenwert diesen Geldlohn und der wird abgesaugt. Immer mehr. Und wir sind jetzt halt am Extrem, am Ende dieses Systems angekommen, das am Zusammenbrechen ist. Und deswegen wird es auch immer, wenn ein System zusammenbricht und eine Transformation ansteht, das sind immer heftige Zeiten. Und wir gehen jetzt halt richtig heftig. Wir sind in so einer Zeit, da laufen die krassesten Sachen ab da draußen. Und es wird noch schlimmer werden. Ja, du hast gerade die gefallenen Engel erwähnt. Und ich habe in dem Buch auch gelesen, du schreibst ausführlich über außerirdische Wesenheiten. Und das ist natürlich ein Thema, wo man erstmal schluckt, weil es gibt nun mal Menschen, die noch nicht das Vergnügen hatten, einen Außerirdischen zu begegnen. Und deswegen wird dieses Thema auch ein bisschen noch mit Unglaubwürdigkeit betrachtet. Ja, möchte dich bitten, Severino, dass du uns ein bisschen darüber erzählst, von wo beziehst du deine Informationen und dein Wissen darüber und wie gehst du generell mit dem Thema um? Wissen kommt von Bewusstsein und wie gesagt, das Wissen mehrt sich immer mehr, wenn jemand offen ist und kann sich einloggen im kosmischen Internet, im morphogenetischen Feld, dann kriegt er von dort her auch ganz viele Informationen intuitiver Art. Neuerdings sagt man Channeln dazu, früher hat man es Intuition genannt oder Inspiration und bei mir läuft sehr viel über die Inspiration, ich bin auch ein Mensch, ich habe kein Handy seit 20 Jahren, ich lebe seit, ja es sind schon fast 30 Jahre, wo ich kein Bankkonto habe. Ich zahle auch keine Steuern, befinde mich auch in autonomer Selbstverwaltung, habe mich quasi unter das Völkerrecht gestellt. Ich denke, ihr habt da ja auch schon drüber Sendungen gemacht. Ich mache das schon seit 30 Jahren, ja, bin ich so eine Art Underdog und habe vor 30 Jahren meinen Personalausweis. Alles, was mich mit dieser Matrix verbunden hat, habe ich aufgelöst, weil ich gemerkt habe, das muss jetzt sein, das muss jetzt durchgezogen werden, damit ich wieder zu mir selbst finde und halt in meine Energie komme, wo ich das finde, was mir als Glück erscheint. Und das ist halt Bewusstseinsentwicklung. Aber du, Folgendes, dieses ganze Thema Matrix und was wir gerade da draußen erleben, da gibt es auch ein anderes Wort dafür, das ist bekannt als Faschismus. Und um unsere Vorhaben nicht zu vergessen, wollte ich ja eigentlich so eine kleine Einführung machen in das Buch sozusagen. Bitte gerne. Und dann auch noch zu diesem Buch ein Gedicht lesen. Das habe ich vor 3, 4 Tagen habe ich es fertig geschrieben. Es geht ja um diese Kräfte, um diese Macht, die hier quasi den Planeten ins Chaos versetzt, aber gleichzeitig uns auch aufwachen lässt, weil wir erschrecken von den Handlungen, die da draußen geschehen. Es ist so vieles und also man muss das Negative, das Böse nicht nur Böse sehen, das hat auch eine Weckfunktion und eine Spiegelfunktion. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen was dazu sagen und vielleicht zu dem Thema, wenn es euch recht wäre, Faschismus noch ein bisschen hinführen, weil das hat auch mit den alten Göttern zu tun. Und da kommen wir wieder zu diesen Themen zurück, die auch schon mehrfach Begrifflichkeiten jetzt gefallen sind. Okay, also ich fange dann mal an und möchte vorab klarstellen, dass in allen weiteren folgenden Ausführungen und Darstellungen dessen, was ich hier sage, es nicht darum geht, Schuldige festzustellen oder zu verurteilen, weil ich erkenne, dass wir alle Brüder und Schwestern sind, die über Jahrtausende Opfer von Missbrauch geworden sind. Und die am schlimmsten Missbrauchten sind die, die in den Hierarchien weiter oben sitzen,
Fühlen und Denken sind essentielle Eigenschaften, die uns als Menschen erst vollständig machen, beziehungsweise uns in unsere Potenziale bringen. Wir erleben weltweit seit 40, 50 oder schon länger, aber jetzt durch die Hochtechnologie der Massenmedien, erleben wir weltweit eine Abkupplung vom Fühlen, um uns in die synthetische Matrix des Kapitalismus zu bringen, die nur in unserem Kopf existiert, der durch die Massenmedien und ihre Darstellungen der globalen Ereignisse programmiert wird, damit wir die künstliche Wirklichkeit als wahr akzeptieren. Ein Mensch, der fühlt und also mitfühlt, Mitgefühl hat, erkennt normalerweise sofort, ob etwas in der Wahrheit liegt oder unecht ist, also in der Lüge liegt. Deshalb muss man die Menschen vom Mitgefühl und vom Gefühl wegbringen und auch von der Wichtigkeit, logisches Denken zu entwickeln, das in der Lage ist, aus der Vielheit von Entwicklungen und Behauptungen, die erkennbar sind, die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu erkennen, was hier gespielt wird, in welchem Film wir uns hier befinden. Denn wenn diese, die Erkenntnis betreffenden Faktoren, Gefühl und Logik, ausgeschaltet sind, ist es bedeutend leichter, den Einzelnen und eine ganze Kultur so zu lenken, wie man es braucht. Aus diesem Grunde werden Bildungssysteme weltweit herunternivelliert, die Sprache und Begrifflichkeiten verändert und die Menschheit rund um die Uhr zugeballert mit widersprüchlichen Informationen, einer Fülle von Darstellungen und Gegendarstellungen, ideologisch infizierter Themen, die die Menschen bei ihrem Egoismus abholen und materialistische, pubertäre und sogar vorpubertäre Befindlichkeiten bedienen und stimulieren. Sex, Essen, Trinken, Brot und Spiele haben den Freiheitsbegriff ersetzt und pervertiert. Die Gefühle werden durch synthetische Emotionen ersetzt. Severino, du bist momentan nicht zu hören. Severino, gibt es ein technisches Problem bei euch? Ja, wo hat's denn, da bin ich wieder. Wo hat es denn aufgehört? Okay. Den Freiheitsbegriff etwa, den habe ich genannt. Ich versuche einfach mal wieder so reinzukommen. Den Freiheitsbegriff genannt, also der Freiheitsbegriff, glaube ich, habe ich gesagt, wird ersetzt und pervertiert. Die Gefühle werden durch synthetische Emotionen ersetzt, die auf dem vulgären und trivialen Konfliktniveau des Reptiliengehirns operieren, auch als R-Komplex bekannt in der Medizin. Und dieses Stimulieren, ja. Auf diese Art kann man nach und nach die größten Perversionen und Verbrechen als normal und allgemein akzeptiert installieren. Es ist das egoistische System, die auf Angst und Konflikt basierende reptiloide Matrix, der R-Komplex unseres Gehirns, in dem wir uns befinden. Spiritualität wird hier durch Glaubenssysteme und okkulte rituelle Praktiken ersetzt. Unser ganzes modernes Leben, so behaupte ich, ist eine okkulte, schwarzmagische Performance der Manipulation und Verführung. Der ganze Planet und die Menschheit sind in Geiselhaft genommen. Terrorismus wird hier ununterbrochen ausgeübt und diejenigen, die uns vor ihm warnen, und Gesetze dagegen erlassen, sind die Handlanger und Befehlsausführer derjenigen, die ihn durch sie installieren. Der von mir hochverehrte und ehrenwerte Holger Strom nennt sie in seinen Büchern und Vorträgen die weltweite Mafia. Und das ist mir wichtig noch zu sagen, es genügt bei dieser Lage bei weitem nicht, das Zinseszinsgeldsystem abzuschaffen oder in ein gerechtes, bargeldloses System zu transformieren, wie dies zum Beispiel Franz Hörmann, der vor kurzem mit Andreas Pupp auch, glaube ich, bei euch in der Sendung war, und andere fordern. Wenn das System bis in seine Wurzeln faul ist,
Wir haben unsere menschlichen Werte verloren, die auf Bewusstsein gründen. Und diese sind es, die wir zurückerobern müssen. Der größte Gegner, den wir in diesem Entwicklungsprozess haben, wer ist das wohl? Das sind wir selbst. Insofern wir nicht eine Grobreinigung oder Großreinigung, eine Entprogrammierung der downgeloadeten ideologischen und sonstigen Implantate, die uns an die synthetische Matrix binden, durchgeführt haben und bewusstseinserweiternde neue Programme an ihre Stelle gesetzt, die wir selbst uns geschaffen haben, weil wir wahre Werte erkannt haben. Wir brauchen Bewusstsein, das agiert und sendet und in eine weltweite Aufklärung mündet, sonst brauchen wir nichts. Alles andere ergibt sich aus diesem vorhandenen Bewusstsein, intuitiv und kreativ wie von selbst. Außerdem sollten wir bedenken, dass diejenigen Gruppen, die das Geldsystem geschaffen haben und besitzen, mit seiner Hilfe bereits die ganze Welt aufgekauft haben und mit ihren multiplen Konzernen und Firmenkonstruktionen unser gesellschaftliches Leben, unsere ganze Kultur korrumpieren. Überall herrscht nun Handelsrecht, das ein Firmenrecht ist und den Menschen als ein Ding, einen leblosen Gegenstand sieht, mit dem man natürlich umspringen kann, wie es gerade passt und wie es einem beliebt. Massenmedien, Militärs, Geheimdienste und Hochtechnologien sind in ihrer Hand, unter ihrer Macht und werden als Terrorinstrumente eingesetzt. Man muss sich das klar machen. Nun, da man alles an sich gerissen hat, kann man und muss man daran gehen, das Geldsystem in ein bargeldloses zu überführen. Und das muss den Menschen natürlich irgendwie vorteilhaft und schmackhaft verkauft werden, wie es in solchen Fällen immer geschieht. Alle, die an der Entwicklung oder Forderung neuer Geldsysteme beteiligt sind, sollten unbedingt noch andere Hintergründe beachten, sonst werden sie, ohne es zu bemerken, zu Spielbällen der Kräfte instrumentalisiert, die die ganze Zeit schon ihre raffinierten Psychoterror über uns ausüben. Tatsache ist, wir sind im Krieg. Die Jahrtausende währende Gewaltgeschichte dieses Planeten spricht eine deutliche Sprache. Hier ist mehr oder weniger immer Krieg. Auch wenn außen keiner ist, herrscht doch der zwischenmenschliche und Konkurrenzkrieg, der mit ideologischen Verblendungen geführt wird. Die großen Propheten des Altertums bis in die Jetztzeit berichten uns darüber. Archäologische Funde, alte und uralte Texte berichten uns davon. Immer mehr Menschen erkennen diese Zusammenhänge, erinnern sich und werden sich bewusst. Hier ist die Rede von verschiedenen Göttern, Gruppen gefallener Engel, Riesen und verschiedenen chimärischen Wesen. Und obwohl es die vier großen Weltreligionen gibt und viele kleinere, die sich mehr oder weniger als Vertreter von Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit darstellen, ist die Weltsituation, ist die menschliche Geschichte immer krasser und gewalttätiger geworden. Eine Verhöhnung des Lebens. Auch wenn das viele nicht so wahrnehmen, weil sie zum Perversen hin veränderte Weltsituation, daran sind sie mittlerweile gewöhnt und wurden daran gewöhnt. Und die Grausamkeit und Ungerechtigkeit und Gemeinheit in der Welt empfinden sie als schicksalhafte Normalität. Und sie haben es aufgegeben, dass sie irgendetwas verändern könnten. Die meisten der Menschen. Sie leben in dieser synthetischen Matrix, die in ihrem eigenen Kopf installiert ist. Die Hintergrundgruppen gefallener Engel, die die Situation verursacht haben, die menschliche Entwicklung entscheidend mitgeprägt und determiniert, haben weltweit in allen Bereichen hierarchische Systeme installiert, deren Spitzen sie kontrollieren. Konzernbosse, Politiker, Filmstars und andere sich als gute Funktionäre bewährenden Leute haben sie komplett als ihre Marionetten aufgestellt. Das Schlimme ist, dass die ihnen dienenden und ihre Befehle ausführenden unteren Hierarchien es nicht bemerken,
oder auch nicht bemerken wollen oder können und nicht ahnen, wie tief die Sache geht. Sie bemerken nicht, dass man sie schon längst wieder als ausführende Befehlsempfänger für etwas missbraucht, das als Faschismus bekannt ist. Dessen tiefen Dimension ist von den meisten Historikern, Psychologen und anderen Forschern bis heute nicht verstanden worden, weil sie im Geiste bestimmter und einseitiger Geschichtsbetrachtungen gelehrt wurden und deshalb bis heute nicht begriffen haben, dass die offizielle Geschichte eine Aneinanderreihung von Lügen, Auslassungen und Halbwahrheiten ist, gemischt mit unbestreitbaren Wahrheiten. Denn die Lüge funktioniert nicht, ohne dass Wahrheit hineingemischt wird. Die Gewaltgeschichte unseres Planeten ist eine faschistische Geschichte, eine Geschichte egoistischer, blutrünstiger Götter, die sich okkult in Ritualen verehren lassen und bis heute Menschenopfer fordern. Sie regieren durch verschiedene Angstprogramme, die sie in den Menschenhirnen verankert haben. Zählt man zusammen, wie viele Opfer dieser Kult im Laufe der Jahrtausende gefordert hat und sich dann ansieht, was in den letzten 100 Jahren auf dem Planeten Erde passiert ist, wenn man heute sieht, wie viele Tote, Schwerverletzte und geistig-seelisch Geschädigte täglich durch Gewalthandlungen und Missbrauch der verschiedensten Art erzeugt werden, kommt man auf Abermilliarden Opfer. Dies ist der genannte Krieg, der ununterbrochen stattfindet und den Menschen angreift auf allen drei Ebenen von Seele, Körper und Geist. Dieser Krieg wird mit verschiedenen Ideologien, ideologischen Konzepten, Glaubenssystemen und ihren Strategien geführt. Aber ebenso werden bereits Quantencomputersysteme, psychotronische, elektromagnetische, hochtechnologische Frequenz- und Skalarwaffen eingesetzt, um Wetterkatastrophen und andere Ereignisse zu kreieren, um die Menschheit mit apokalyptischen Endzeitprogrammen zu manipulieren und abzulenken, wozu auch das Geoengineering gehört. Über die Jahrtausende wird ein sich steigerndes Inferno hochgefahren, das unseren Planeten immer mehr zur Hölle werden lässt. In ihren Hollywood-Filmen zeigen sie es unverhüllt, zeigen uns, was sie mit uns vorhaben. Das Böse, das in der menschlichen Geschichte ununterbrochen immer mehr agiert und jetzt zum globalen Cyberfaschismus mutiert ist, der schon immer einen wissenschaftlich-technischen Hang zum Futuristischen hatte, ist nun zum Vierten Reich geworden. Längst sind wir an der Schnittstelle von Mensch und Maschine angekommen. Und es ist nur die logische Konsequenz dieses Faschismus, dass er den Menschen an die Maschine anschließen möchte und ihn zu einem vollkommenen Roboter machen, über den er wie ein Material verfügen kann. Faschismus ist eine Ideologie, die alle Ideologien und Begrifflichkeiten benutzen kann und auch benutzt. Dahinter stehen archaische, okkulte und Kräfte, die seit alters her mit Namen bekannt sind. Zum weiteren Einstieg nun in unser Gespräch möchte ich jetzt dieses Gedicht vortragen, das ich vor 3 oder 4 Tagen geschrieben habe und das diese Namen nennt und dieses Thema auf eine poetische Art behandelt. Kurze Pause, bevor ich zu diesem Gedicht komme, muss ich mir erst den Text suchen. Ja, wir können gerne auch eine Musikpause einlegen. Das war wieder mal eine schwere Kost. Einmal zum Sickeln lassen und dann machen wir gerne weiter. Ist das auch in deinem Sinne, Severino? Ja, ist in meinem Sinne. Bis gleich. Bis gleich. Gut, wunderbar. Dann hören wir jetzt das Stück Deep Sea, bei dem Severino singt und Teja an der Gitarre spielt. Nein, stimmt nicht. Am Keyboard spielt der Teja oder die Teja. Okay, viel Vergnügen. Sun, we don't dream.
Willkommen zurück hier auf Okitok mit Severino Sachetananda, Buchvorstellung Bewusstsein und Desillusionierung und Musik sowie auch Gedichte von ihm. Ja, Severino, bist du jetzt soweit? Hast du deine Unterlagen gefunden? Ja, danke, die habe ich. War eine eigentlich angenehme Pause zwischendrin mal. Und ich würde jetzt gerne das Gedicht vortragen. Da geht es genau um diese Mächte, die uns allen irgendwie bekannt sind, aber man hat uns nie wirklich erklärt und aufgeklärt, wer sie sind, wie sie wirken, dass die aus dem Feinstofflichen wirken und so weiter, obwohl die alten Propheten und die heiligen Texte immer davon sprechen. Ich bin vor einer Woche ungefähr zu so einem Thema gekommen und wollte einige poetische Psychogramme der satanischen Mächte niederschreiben. Und das erste davon habe ich jetzt geschrieben, das sind ungefähr 3 Seiten. Und das möchte ich euch Darf ich dich kurz unterbrechen, bevor wir weitermachen?
Wir haben ein paar Meldungen aus dem Außenchat. Die Presseperre wird die gleich vorlesen. Ja, Silvina, okay, darf ich? Ja, darfst du. Und zwar hat der Walter, der ist im Außenchat und hört uns über der Homepage zu, zwei Fragen an dich. Wie können wir uns schützen? Damit nimmt er sicherlich Bezug auf das, was du gerade auch vorgetragen hast, auf die ganzen Verwerfungen der letzten, ich weiß nicht wie viele Jahrtausende. Und ist das Kali Yuga 2025 zu Ende? Also die erste Frage. Es gibt nur eine Sache, die uns schützen kann. Die heißt Liebe. Liebe. Und Liebe hat was mit Bewusstsein zu tun. Das gehört beides zusammen. Wer hohes Bewusstsein hat, im spirituellen Sinne, der hat auch Liebe. Und wer Liebe hat, hat auch dieses Bewusstsein. Und unsere Aufgabe, die wir gerade oft mit solchen Themen beschäftigt sind, dunklen Sachen, die wir uns jetzt nämlich angucken müssen, und wir müssen sie auch für andere transportieren, damit sie auch die Möglichkeit haben, diese Erkenntnisse zu machen. Dafür ist es aber wirklich sehr, sehr wichtig, gerade für uns, die wir viel mit solchen Themen Berührung haben, dass wir in der Liebe sind. Und das brauche ich dir wohl nicht zu erklären, oder? Wie du in die Liebe kommst, das kannst nur du selbst machen. Ja, vielen Dank für diese Aussage, Severino. Und was sagst du zu der zweiten Frage? Ist das Kali-Yuga 2025 zu Ende? Es ist kurz zu Ende. Es gibt so einen kleinen Einschub eines goldenen Zeitalters. Das sind die 2100 so und so viele Jahre der Wassermannzeit. Das ist so ein goldener Einschub, weil die ganzen vier Yugas, ja, wir haben es ja mit vier Yugas zu tun, die ein großes Maha-Yuga ausmachen. Und das letzte und kürzeste davon ist das Kali-Yuga, 432.000 Jahre. Und da sind wir vor 5.000 Jahren erst hingegangen. Und wie gesagt, jedes Yuga hat auch wieder kleine goldene Zyklen. Also diese vier verschiedenen Zeitalter, die sind wieder in jedem anderen, auch in kleineren Zyklen enthalten. Und da gehen wir jetzt in ein solches. Also ich würde sagen, es stehen uns gute Zeiten bevor, uns Herzensmenschen. Aber für die anderen möchte ich das nicht unbedingt sagen können, weil ich spüre es nicht. Ich sehe, dass wir in einer Zeit sind, da ist Entscheidung angesagt. Für was entscheide ich mich? Für den Hass, für die Sklaverei oder für die Liebe und für die Freiheit? Das ist das, wo jeder persönlich sich entscheiden muss. Und eben, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Wir gehen jetzt tatsächlich in ein kleineres goldenes Zeitalter, aber innerhalb des Kali-Yugas. Das Kali-Yuga wird noch weitergehen. Und darüber hinaus, da gibt es natürlich Wissen und Zusammenhänge, die kann ich dir auch nicht mitteilen, weil ich es auch noch nicht verstehe. Ich lerne jeden Tag neu dazu, und wenn ich es wüsste, dann könnte ich es dir sagen. Aber die Zukunft ist nicht vorprogrammiert, so viel steht fest, sondern wir erschaffen sie. Deswegen gibt es keine endgültigen Zukunftsprognosen, weil in jedem Moment, in jeder Sekunde ändern sich die Bewusstseinsparameter, das morphogenetische Feld dieser Erde. Und deswegen kann niemand wirklich voraussagen, selbst höhere Engelswesen nicht, die garantiert viel mehr wissen als mir, auch ihnen ist es unbekannt. Ich danke dir sehr, Severino. Ja, soll ich zu dem Gedicht kommen jetzt? Bitte, ja, bitte. Gerne. Kennt ihr die dunkle Trinität, die überall in eurer Gesellschaft steht? Sie heißen Satan, Ahriman und Luzifer. Und sind gar sehr besorgt und voller Eifer, die Seelen zu erhaschen, und stopfen sie in ihre Taschen. In Lügen, Stechen, Hauen, Schleifen, in der Rhetorik hochbegabt, stricken sie an eurem Grab. In Kabale, Rufmord, Heuchelei, rühren sie den Hexenbrei. Bestechung, Angst und Illusion ist ihr Pläsier, drum sind sie hier.
denn sie in ihrem Netz. Severino, du bist wieder nicht zu hören. Entschuldigung, kannst du es mal so drücken? Wir haben ein paar kleine Schwierigkeiten. Eben ist es wieder okay, das rutscht mir manchmal weg, weil ich halt auch die Blätter vor mir habe, weißt du. Und das ist okay. Das bemerkt man dann gar nicht, während man da liest. Also ich mache weiter. In Kabale, Rufmord, Heuchelei, rühren Sie den Hexenbrei. Bestechung, Angst und Illusion ist Ihr Pläsier, drum sind Sie hier. Denn sie in ihrem Netz gefangen, mit Ehren, Titeln, Geld und Gunst behangen, mit Ämtern, Spesen wohlversorgt, der muss auf ihrer Linie laufen, aus ihren Gläsern saufen und böses Blut als Menschlichkeit verkaufen. Mit ihrem raffiniert Geschick lenken sie die Politik, sie ziehen an allen Strippen, bis die Gehirne kippen. Sie sitzen überall in eurer Leitung, in Massenmedien und Konzernen, in NSA und Leuchtlaternen, berieseln euch rund um die Uhr und haben euch an ihrer Schnur. Wie die Zecken sitzen sie in allen Hecken, Ecken und Verstecken und saugen euch die Lebenskraft, wie es grad passt. Sie installieren sagenhafte Illusionen, um euch in ihre Clubs zu holen, wo sie dann schnell und frank und frei aus Gehirnen machen Sauerbrei. Verträge und Gesetze als Recht und Ordnung gut maskiert und als Reformen schnell verkauft, sind das Elixier, das euch dann gar so sehr brüskiert, wenn später dann das Gegenteil passiert. Sie sagen rechts und meinen links, Krieg ist Frieden, schwarz ist weiß, kalt ist heiß, Wahrheit Lüge. So sind ihre Charakterzüge. Wenn dann, nach kurzer Zeit, schon jeglicher hochheiliger Begriff von Wahrheit, Freiheit, Liebe ist pervertiert und wegmassiert, Moral geschlitzt, geschliffen, Verbindung abgerissen, dann kommen sie mit ihren nächsten Griffen und holen euch mit dunklen Schiffen, um die Verträge einzulesen, die ihr eilfertig und beflissen gar allzu schnell gezeichnet habt. Und die Moral von der Geschichte: Traue nicht der Illusion der Matrixwelt, die durch und durch im Weltgefüge erschaffen hat die große Lüge. Und wenn du nicht glaubst, was ich hier sag, dann kauf dir besser jetzt schon einen Sarg. Denn diese Herren, Trinitätsgebrüder, Satan, Ahriman und Luzifer, die lachen dich von allen Seiten an, durchdringen jede Ritze, besetzen alle Sitze und wirken durch den Äther, dürfen dich versuchen, den Höllentrip zu buchen. Pass auf und zieh dich vor. Sei nicht dieser Tor, der ahnungslos und ohne Liebesglut Dienste für diese Herren tut. Und wenn gar einer denkt und meint, ich gebe diesen drei genannten Herren die Schuld an allem Übel, so irrt er sich und hat gar nichts kapiert. Vielleicht hat er zu viel studiert, nicht Halt gemacht und nachgedacht, es nicht gelernt zu unterscheiden. Am End muss er gar viel erleiden, wer Lüge und Wahrheit nicht konnte unterscheiden. Aus diesem Grunde hat er selbst die Tür geöffnet, durch die die drei genannten Herren marschieren gern und augenblicklich zu üben ihr Mandat, Verführung und Verrat. Sie geben Titel, Ehr und Ämter, Länder, Königskronen, Weltreichsambitionen, um euch in ihre falsche Hierarchie zu holen. Vasallendienst auf leisen Sohlen, die Hölle auf die Erd zu holen. Beschwert euch nicht, wenn es wird heiß, denn ihr habt mitgemacht den ganzen Scheiß. Was wundert's euch, wenn alles nun wird immer schlimmer, wenn ihr herabgedreht habt den Erkenntnisdimmer, wenn der schöne Schein
Beschwingt euch fein, die nackte Illusion ist euer geliebter Patron. Die Lüge fließt euch von den Lippen, vibriert ganz tief in euren Rippen und tut die Menschlichkeit immer mehr gar kippen. Beschwert euch nicht, weil ihr es seid, die Verantwortung ganz abgegeben. In nebulöser Nacht, besessen von dem eitlen Schein und Glitzerglimmer, der Teufel sitzt in euch und in eurem Zimmer. Da ihr nicht Nein und Halt gesagt zur rechten Zeit, haben sie sich, die drei Herren, ihr Recht genommen, sind Stück für Stück immer mehr über euch gekommen, um euch zu übernehmen, weil sie nur so durch Zustimmung eurer Inkarnationen kommen in Herrschersituationen. Wenn Körper, Seele, Geist sind korrumpiert, lebt sich bekanntlich ungeniert und alles, was an Perversionen dann passiert, wird als normal apostrophiert. Nun spielen sie Schach mit Seele, Geist und Körper und auch mit sich selber und machen Riesenärger überall auf dem Planeten, haben alles auf den Kopf gestellt mit eurem Geld, das ihr stets beflissen in ihre Banken habt geschmissen. Was wundert's euch, dass nichts mehr ist, wie es mal war, weil ihr den drei Gesellen nicht Widerstand geleistet habt? Millionen Marionetten hängen nun an ihren Fäden, tun ein Netz aus Irrtum weben, damit die Seelen nicht entschweben und Licht und Liebe als ihre Heimat wählen. Sie teilen und herrschen. Ein altes Spiel, sie nehmen eure Seelen gern und viel. Doch können sie das nur, weil ihr nicht versteht, wie wirkliches Leben geht, weil ihr nie gerochen, wie Freiheit schmeckt, wie Bewusstsein vibriert, wenn die Freiheit passiert. Helft ihr jetzt mit? Es ist ein dunkler Hit, ein Gefängnis zu bauen für Männer, Kinder, Frauen. Und wenn du nicht glaubst, was ich hier sag, dann kauf dir besser jetzt schon einen Sarg. Doch gebe ich zum Schluss noch das Beste jetzt preis, damit gelingt die Seelenreis durch höllische Gefilde. Lass los die trüben Illusionen, erkenne, was du wirklich bist, ein Herz, ein Licht, ein Sein, ein entzückendes Wesen, ein leuchtender Stern, der lachet auch gern. Du bist viel besser, als du glaubst, viel mehr, als du meinst, viel mehr, als du scheinst. Der dunklen Welten Spukgestalten können nimmermehr über dich walten, wenn du Entscheider deines Lebens bist im Wahrheitslicht. Steh einfach nur im wahren Liebeslicht. Lass Herzensglut und Herzensmut erglühen. Lerne gut zu unterscheiden, was gut und böse ist. Dann wirst du sicher durch das Chaos schreiten und auch anderen den Weg bereiten. Es ist so einfach, den Schatz in dir ans Licht zu heben, ihm Leben zu geben. Und der Einzige, der dies verhindert, bist du. Das Gute, Schöne, Wahre kommt nur in die Welt, wenn du es leben lässt, lieben lässt. Die drei genannten Herren, wie gesagt, haben sich Rechte erworben, dürfen dich hemmungslos verführen, auf alle Arten malträtieren, Lug und Trug am Fließband produzieren, um dich dann zu kassieren, wenn du nicht wachsam bist rund um die Uhr. Und wisse, begreife, wenn du in Liebe und Wahrheit wandelst und dich zum Guten hin bemühst, genießt du allen Schutz, wenn die drei Herren hauen mit eurer Hilfe auf den Putz. Und was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Wir sind jetzt in der Zeit, wo Licht erhellt in großem Stil die menschliche Geschichte. Das karmische Programm spült alles an die Oberfläche, im Außen und in dir, damit du hinziehst und verwandelst und nicht mehr mit dem Schwachsinn der Lüge bandelst.
Denn darum geht es. Bewusstsein will sich heben, damit jede Frau und jeder Mann das Göttliche in sich und im anderen sehen kann. Es ist wie ein Lauf auf des Messers Schneide, damit Wahrheit sich von der Lüge scheide. In diesen Zeiten, die alten Götter müssen weichen, weil Schwingung sich erhöht, damit ihr versteht, wie Leben und Bewusstsein geht. Die alten Götter wissen wohl, was jetzt passiert. Die drei genannten Herren sind informiert, dass Zyklen enden und jetzt die Spreu vom Weizen sich trennt. Wenn Liebe in den Menschen brennt, wenn Respekt und die klare und gelebte Vision verbrennen ihre Illusion. Deshalb haben sie aufgespannt, ihr klebriges Netz aus Chaos und Verblendung zu fangen, was des Ihren ist, und mitzunehmen in höllische Regionen. Drum seht ihr jetzt und steht jetzt, ihr Lakaien, her, überall in der Welt umher, Zombies, Cyborgs und auch Klone sind ihre Programmpatrone. Pass auf, o Mensch, und kämpfe bloß nicht gegen sie auf die vulgäre, altbekannte Art, blutspritzende Tat, denn da sind sie die Meister und du bist nur wie ihr Kleister. Nein, kämpfe so, dass du in der Wahrheit ruhst. Bewusstsein ist dein Helm. Dein Schild, die Liebe, wache Intelligenz, dein scharfes Schwert. Drum, o Mensch, sieh dich nur vor und sei nicht dieser Tor, der ahnungslos und ohne Liebesglut Dienste für diese Herren tut. Das war's, ihr Lieben. Ja, da möchte ich kurz anknüpfen und auch zu deinem Buch zurückzukehren, Bewusstsein und Desillusionierung. Da habe ich eine Passage gefunden, die auch sehr gut zu deinem Gedicht dazu passt. Das würde ich mal gerne kurz vorlesen. Bitteschön. Durch Unterwerfung an die Macht des ganz normalen Wahns sind wir jedoch fast alle zu Mittätern und stillen Kooperateuren dieser Macht geworden, die ihre Almosen, ihre Sicherheiten, ihr Welt- und Gottesbild, ihren Realismus, ihren Arzt, Seelsorger, Therapeut, einfach alles von ihm bekommen, nur nicht die Wahrheit, das, was uns frei machen würde. Dies ist ein hochneurotischer, zu Psychose und Psychopathie führender Mutter-Vater-Ersatzkonflikt, der in dem Satz charakterisiert ist. Du verhältst dich so, wie ich dich gerne haben möchte. Dafür sorge ich für dich. Wenn wir dieses Paket akzeptiert haben und verinnerlicht, sind wir unsere Freiheit los und auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja, möchtest du da jetzt einen Kommentar von mir oder eine weitere Erläuterung? Ja, gerne. Ja, ich habe es ja gerade auch im Gedicht vorgelesen. Im ja, das stimmt auch wieder. Da möchte ich noch was dazu vorlesen, weil ich möchte auch noch ergänzen zum Thema Liebe, was vorhin angesprochen wurde, als Schutz zu sehen. Da hast du auch was Schönes darüber geschrieben. Vernunft ist die Logik des Herzens, aber auch das Wissen jenseits dualistisch begrifflicher Verständnisse, die Moralinsau triefen. Ja, ich will sagen, der Grad an Liebe, den jemand in sich hat und lebt, verrät etwas über sein Wissen, sein Herzwissen, denn Herz ist Liebe. Und wer viel Liebe in seinen Gedanken und Handlungen hat, der ist vernünftig. Ja, genau. Ich meine, wir reden tun sie ja alle viel.
Und darum geht es nicht. Es kommt darauf an, wie viel Liebe du in deine Schöpfungen legst, in deine Äußerungen, in deine tagtäglichen Treffen mit Menschen, in deinem Umgang mit allem, was da ist. Wenn da Liebe drin ist, ist alles gut. Genau so ist es. Ganz einfach. Und niemand kann uns da rausführen, außer wir selbst. Wir können von außen Impulse, Inspirationen empfangen, so wie wir jetzt diese Sendung machen und hoffen, dass möglichst viele und wir selbst auch uns gegenseitig weiter informieren und gute Energien zusenden. So haben wir alle was davon auf diese Art. Aber die Veränderung, die muss bei dir selbst kommen. Du musst solltest erkennen, dass du was anderes werden willst, und dann musst du was dafür tun. Ja, die Eigenverantwortung ist immer wieder aktuelles Thema, und natürlich auch, so wie du auch in deinem Buch beschrieben hast, über die Macht der Gedanken, im Kapitel Gedanken erschafft Realität. Das ist zwar keine Neuigkeit mehr, sage ich jetzt mal, im Jahre 2014. Und viele Menschen, die sich weiterentwickeln, sind bereits draufgekommen. Aber es ist auch immer wieder ein aktuelles Thema und vor allem unveränderlich. Ja, genau wie gesagt. Ich meine, die meisten sind immer noch nicht draufgekommen. Ich weiß nicht, ich möchte keine Prozentzahlen jetzt hier von mir geben, aber ich würde mal sagen, einfach nur mal jetzt grob geschätzt, mein Eindruck, 85% haben das noch nicht begriffen. Vielleicht sind es sogar schon ein bisschen mehr, aber wir sind immer noch in der Minderzahl, aber es passiert ziemlich viel gerade. Und was diese Gedanken betrifft, klar, man kann bestimmte Dinge auch immer nur wiederholen. Zum Beispiel Mahatma Gandhi hat schon davon gesprochen, dass wir selbst es ja sind, die unsere Realität programmieren oder halt programmieren lassen, wenn wir uns diese ganzen Wahrheiten und Informationen ungeprüft und herzenslos von den Massenmedien überstülpen lassen, diese Weltbilder. Aber eingedenk der Worte, die Mahatma Gandhi schon gesprochen hat, nämlich: Deine Überzeugungen werden deine Gedanken. Deine Gedanken werden deine Worte. Deine Worte werden dein Handeln. Dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten. Und deine Gewohnheiten werden zu deinen Werten. Und schließlich werden deine Werte zu deiner Bestimmung. Ja, also wir kommen da immer wieder auf die Selbstprogrammierung, auf die eigenen Gedanken, auf unsere eigenen Realitäten, die wir erzeugen. Und da sind wir auch bei dem Thema Sprache, wäre auch eine interessante Diskussion wert, weil wir ja auch so eine weltweite und speziell im deutschen, im europäischen Raum diese Sprachverhunzungen erleben. Ja, diese, wie ich schon gesagt habe, vorhin Reformen, die die Sprache verhunzen, und das Bildungsniveau unserer Bevölkerung, das ist schon weit gesunken. Ne? Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Studie gelesen, dass unter Bismarck der Analphabetismus in Deutschland 10-mal geringer war als heute. Stell dir das mal vor. Und wir sind im Jahre 2014. Aber eben, da sind wir halt, ne? Endzeit. Severino, es gibt wieder eine Frage aus dem Außenchat von Walter. Ist es ein Schutz, sich vegan zu ernähren? Und dann habe ich selber nochmal eine Frage oder eine Anmerkung. Weißt du, wenn ein bestimmtes Bewusstsein erreicht ist, dann wirst du automatisch zum Veganer. Weil dir wird bewusst, dass es nicht gut sein kann, andere Wesen zu essen. Auch wenn es eine tierangenehme Haltung wäre und so weiter. Wir sind Lichtwesen, und es ist bekannt durch Professor Popp schon sehr lange, dass unsere Zellen sich von Licht ernähren. Und das meiste Licht, das haben Keimlinge und
und frische Obst- und Gemüsesorten und sowas, ja. Und es gibt ja mittlerweile schon Tausende von Menschen, die gar nichts mehr essen, die direkt schon an der Lichtleitung hängen und von daher ihre Nahrung beziehen, ja. Da geht's hin, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, wie ich finde, eine spannende Geschichte mit der Lichtnahrung. Auf jeden Fall. Severino, einen kleinen Hinweis und bitte, wenn du etwas lauter, dynamischer sprichst, ruhig ein bisschen weiter weg vom Mikro oder so daneben sprechen, sonst kommt es ein bisschen zu impulsiv rein. Dankeschön und dann hätte ich noch was. Ja, danke dir. Ich habe durch diesen Vortrag, den habt ihr ja gemerkt, den habe ich ziemlich betont und da war es wohl etwas lauter. Danke für deine Info. Ja, danke auch. Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, ich habe das hier vor einiger Zeit auch reingesetzt in den Chat, der heißt auch so, wie du heißt, der YouTube-Kanal, Severino Satchitananda. Da hast du unter anderem auch eine Rede für Menschen mit Verantwortung reingesetzt. Und ich wünschte, das würde mal im ganz gewöhnlichen Radio am besten morgens vor Dienstantritt oder zum Schichtwechsel laufen, dass auch wirklich, da sprichst du ja insbesondere auch, nicht nur, aber auch alle, ich sag mal, öffentlich Bediensteten an, seien es die Beamten, Polizisten, Rechtsanwälte, also auch alle in der Justiz, also praktisch die, die da noch am ja, Gewalt ausführen oder ja, umsetzen und Ordnungshüter und naja, praktisch alle Menschen aus dem Bereich, die das jetzige System aktiv noch mit ihrer Arbeit, Erwerbsarbeit aufrechterhalten an. Und ja, das ist so ein Wunsch von mir. Das wäre schön, wenn das mal auf allen Kanälen jeden Tag käme. Das wäre für uns dann ein deutliches Zeichen, dass eine Veränderung gerade im Gange wäre, ne? Und das können wir nur hoffen, dass sowas mal passiert. Aber diese Menschen waren mir besonders wichtig, weil es gibt ja Millionen von Beamten und darunter sind wirklich viele, die eigentlich gute Absichten haben. Die sind nicht grundsätzlich unsere Unterdrücker, ja. Die sind selbst konsterniert, was alles bei ihnen passiert. Und in den Beamtenbereichen, da gibt es überall Mobbing. Ich kenne selbst persönlich einige und weiß darüber ganz gut Bescheid. Und diese Leute sind natürlich extreme Opfer auch dann, ne? Und ohne sie wäre dieses System ja auch gar nicht zu installieren. Wir haben immer unsere ganze Juristerei, also die Rechtsprechung, die drei vollziehenden Gewalten oder die rechtsgebende, die rechtsprechende und die ausführende Gewalt. Und wir tun ja hier immer noch so, als wäre ein Rechtsstaat, aber jeder ernsthafte Beamte muss wissen, und dafür muss er sich auch normalerweise, wenn er ein Beamter ist, sich informieren und an Rechte und Grundrechte, an Menschenrechte sich halten, an geltendes Staatsrecht. Und dieses Staatsrecht ist ja im Jahre 2006/7 durch die alliierten Bereinigungsgesetze komplett abgeschafft worden. Wir leben hier tatsächlich in einem Kriegszustand. Unter Kriegsrecht, unter der Haager Landkriegsordnung, das ist im Moment geltendes Recht und das kann man ja im Internet, es gibt so viele Berichte und Websites darüber, das müsste inzwischen und ist auch Millionen Menschen klar. Aber die, die in den Ämtern sitzen, die wissen es halt natürlich am wenigsten, besonders die in den unteren Hierarchien, die Köpfe hinhalten müssen, also Polizisten und so, die quasi am Livestream sind sozusagen, ja, und oben sitzen dann ihre Chefs, Direktoren solcher Institutionen, die wissen darüber schon Bescheid. Die sitzen in den Clubs drin und empfangen Befehle. Und hier wird so der Faschismus aufgebaut. Ohne Hilfe von Bürokratien und Menschen, die da immer mitmachen und sich nicht informieren, wäre es ja gar nicht möglich, so ein Staat oder so ein Unrechtssystem aufzubauen. Ja, da hätten wir längst schon was ganz anderes. Und es hat ja nie eine Aufklärung auch stattgefunden über Faschismus. Unser großes Problem ist heute die Leute, die über Faschismus ständig die Leute in Schubladen schieben, bin ich auch schon geschoben worden, ja, weil sie Aussagen machen, die nicht systemkonform sind. Da wird man heute dann Verschwörungstheoretiker, rechts, links, Antisemit. Es gibt mittlerweile
verrückter Spinner und solche Bezeichnungen und Begrifflichkeiten wird man in Schubladen geschoben, ja. Das ist heute gang und gäbe, dass das passiert. Und da ist mir es schon wichtig und freue ich mich immer, wenn da auch Beamten aufwachen. Und ich glaube mir, es gibt einige, ich kenne einige, auch Kripo-Beamte, die wissen, was los ist, ja. Und ich selbst, meine persönliche Meinung ist, dass es nicht leicht sein wird, für die Mächtigen dieses faschistische System wirklich aufzuziehen, weil es gibt noch sehr, sehr viele Unsicherheitsfaktoren und da werden noch große Reinigungen durchgezogen werden müssen, wenn es so laufen soll, wie es sich bestimmte Herrschaften vorstellen. Und wenn unser eins, die Menschen, aufwachen, in größerem Stil, umso besser. Wir können das noch stoppen, aber es müssen unbedingt viele, viele aufwachen und auch auf die Straßen gehen, ja. Friedlich, absolut friedlich. Ja. Ja, das ist noch ein großes Feld, auf jeden Fall. Ich freue mich auch über jeden, der so mutig ist und offen, herzlich, friedlich auf, ich nenne es jetzt mal unter den Oberbegriff Beamte, zugeht und ihnen das darlegt, wo es schief liegt, was schief läuft und dass so langsam aber sicher Gesetze, seien sie gültig oder nicht gültig, Verordnungen und, dieser ganze Apparat doch alles andere als verständlich, nachvollziehbar und vernünftig ist. Also wirklich diese, also das glaube ich ist noch, ich glaube viele wissen Bescheid, aber ist dann in dem Moment, wenn sie, sei es in der Straßenkontrolle oder vor Gericht oder sei es andere Ämtergeschichten gelangen, ob da schon der Mut reicht, das ist so die Frage, aber ich glaube es werden immer mehr. Ja. Ja, es werden immer mehr, aber bei vielen, wie du sagst, da rutschen dann diese einprogrammierten Unterwerfungsprogramme raus. Man hört auf, der Freigeist zu sein und dann ist es halt passiert, dann ist man ausgeliefert. Ne? Genau, und ich vermute mal ganz stark, viele von den Beamten und Rechtsanwälten etc., Justizangestellten befürchten, also finden das auch gar nicht mehr so lecker, was sie da machen und haben schon Zweifel, haben aber Angst, wirkliche Angst, ihren Job zu verlieren, nicht weil sie ihn so gerne mögen, sondern weil sie dann, ja, was mache ich dann? Wo bleibt das Geld? Wo bleibe ich? Und das ist wieder dieser Rattenschwanz, dieses Hamsterrad. Und ja, aber irgendwie so ganz anders geht uns Nicht-Juristen ja auch, ne? Ganz genau. Aber wenn wir unsere Geschichte anschauen, die Vergangenheit, dann haben wir ja schon immer wieder gezeigt, kriegt, wo das endet. Diese vermeintliche Sicherheiten, zum Schluss endet sie in einem Höllenchaos. Dann verlieren sie alles am Ende, verstehst du? Am Ende ist alles fort und ich hoffe, dass einige dies noch begreifen. Ja? Zum Schluss hat man nämlich alles verloren. Seine Freiheit, sein Leben, seine Sicherheiten. Es gibt ja sowieso gar keine Sicherheiten, ist alles totale Illusion, ist alles Abhängigkeit. Die einzige Sicherheit, die es gibt, ist das Gottvertrauen, ja? Sonst gibt es überhaupt gar keine Sicherheit. Sicher ist die Unsicherheit. Aber wenn ich Gottvertrauen habe, dann habe ich eigentlich die einzige Sicherheit, die ich überhaupt erreichen kann. Ja? Und das nicht nur als Glaube, sondern weil ich sie erfahren kann, indem ich mich der Liebe und der Intuition hingebe, erlebe ich das göttliche Feld, wie es wirkt und wie es mir schöne Dinge und Bälle zuspielt, dass alles so funktioniert, wie es gerade richtig ist. Ja, also so vom Gefühl her kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, lieber Severino, und habe es auch manches Mal erlebt und ich wünsche mir und allen anderen Menschen auf jeden Fall immer mehr von diesem, wie du es nennst, Gottvertrauen und Herzlichkeit und Wagnis ins Abenteuerleben und möchte hier an dieser Stelle noch einmal auffordern, sehr gerne in den Wartenbereich zu kommen, wenn ihr denn direkt mal eine Frage an den Severino habt oder eine Anmerkung, wir würden uns freuen. Gegen 22 Uhr ist jedenfalls die offizielle Sendezeit allen auch zu Ende. Dankeschön und ich übergebe mal an Nelly. Ja, ich sehe hier gerade im Chat wird geschrieben, der Thomas schreibt,
wann gab es weniger Analphabeten. Thomas, komm einfach zu uns nach oben. Du kennst dich schon sehr gut aus hier am Server. Komm und mach einfach mit und stell deine Fragen. Ja, ich bin wieder da. Ihr wart irgendwie gerade kurz mal weg, aber jetzt habe ich euch wieder gefunden. Ja, ich habe gerade einen Satz aus dem Chat hier vorgelesen. Der Thomas schreibt, wann gab es weniger Analphabeten? Zu Bismarcks Zeiten, habe ich gerade erklärt. Da gab es, ja, zu Bismarcks Zeiten gab es 10-mal weniger, wie es heute gibt. Wir haben heute einen unglaublichen Analphabetismus, ja. Und ich meine, unsere Bildungssysteme, was unsere Kinder lernen, wenn man da hinguckt, was hier gerade passiert, also wir werden systematisch verdummt, wenn du dir vorstellst, was man mal früher klassische Bildung genannt hat, wo Philosophiestudium normal war, auch für einen Jurist, ja, oder zumindest eine teilweise Beschäftigung mit Kant und Immanuel Kant, Schopenhauer und Hegel und wer weiß ich noch alles. Das waren früher öfter noch gebildete Leute, die durchaus Philosophen manchmal sogar waren. Und wenn du dir heute anguckst, es gibt ja nicht mal mehr, die Poesie ist abgeschafft sozusagen in unserem Schulunterricht. Das Niveau wird immer billiger und immer niedriger. Und wenn du guckst, was sie heute unseren kleinen Kindern schon in die Hand geben, im Alter von 4, 5 Jahren, dumme Puppen, die gar nicht mehr wie Menschen aussehen, sondern so synthetische Produkte sind, die gar keine Identität haben, weil genau das wollen sie. Sie wollen uns vollkommen die Identität entreißen und auch die Identität von dem, was man Mann und Frau nennt. Diese Identität, das macht ja das Gender Mainstreaming, versucht, die Geschlechterrollen aufzulösen, die ja völlig natürlich sind. Und wenn du, liebe Nelly und Preiselbeere, wenn ihr in eurer weiblichen Energie seid, dann seid ihr ganz Frauen, dann seid ihr stark. Und wenn ich meine männliche Energie lebe, dann bin ich stark in dieser männlichen Energie. Und darum geht es im Hintergrund, das Wesen weiterhin zu schwächen, damit es quasi so ein geschlechtsloses Neutrum wird, das sich gar nicht mehr interessiert für die Essenzen des Daseins. Genau, danke dir, Severino. Ich sehe gerade, der Thomas ist bei uns angekommen im Studio. Hallo, Thomas. Ja, grüß euch. Hallo, Severino. Ich mache da gleich eine Anmerkung dazu. Und zwar ist mir da jetzt der Film Momo eingefallen, wie du das jetzt gerade erzählt hast, wo ja, am Anfang ja gezeigt wird, da in einem Dorf, da leben halt die Kinder schön, die spielen da, der Friseur ist zufrieden, der eine pflegt seine Oma, alle sind eigentlich glücklich und dann kommt da quasi so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen, die Zigarettenmänner, sagen wir es halt mal so, weil die rauchen da ständig Zigaretten und das ist die Lebenszeit der Menschen. Und da geht halt einer zum Momo hin und bringt den so eine Spielpuppe und sagt, das ist jetzt dein neuer Freund, der ist ja viel besser, aber der braucht natürlich Nachschub. Das heißt, du musst da ständig was kaufen und das ist ja viel besser als dieser ganze Unsinn. Und der Momo hat aber Nein gesagt. Und ich finde den Film so genial, wie der gemacht ist. Kann man sich auf YouTube ansehen. Ja, ganz tiefgründige Bedeutung. Vieles drin, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Eben auch diese, was du zum Schluss gesagt hast, Nein zu sagen. Wir haben dafür einen Verstand, eine Intelligenz, ja, die nicht nur im Kopfbereich liegt, sondern auch eine Bauchintelligenz ist. Wenn sie gut funktioniert, ist beides vereint. Und dann hast du so eine richtige Intelligenz und merkst sofort, wenn irgendetwas nicht stimmig ist und in der Lüge liegt, ja. Und dann musst du sagen, nein, das ist unsere Verantwortung. Und das habe ich ja auch in meinem Gedicht gehabt, wenn du dich erinnerst, ja. Du hast vollkommen recht. Aber mir schreibt gerade jemand, Momo ist ein Mädchen. Ja, habe ich jetzt falsch gesagt wohl. Ja gut, spielt ja keine Rolle, ob es ist ein Mensch, ne. Wir reden. Ja, ja genau. Noch eine Frage vielleicht von irgendjemand?
Nee, aber zum Nein sagen, da gibt es eine gute Rede vom Drewermann. Das war gegen den Afghanistan-Einsatz, glaube ich, wo er ein Gedicht vorgelesen hat vor einem lungenkranken Dichter, wo es auch darum geht, eben Nein zu sagen. Wenn jetzt da die kommen zu den Müttern, sie sollen Kinder gebären für die Kriege und die sollen Nein sagen und der Pfarrer soll Nein sagen, wenn er die Kriege wieder rechtfertigen soll und predigen soll, der Krieg ist jetzt notwendig und so. Das heißt, die Leute sollen sich dem ganzen Unsinn einfach mal verweigern. Ja, ganz genau, klar. Und ich meine, das machen ja auch diese Kräfte, die ich vorhin in dem Gedicht dargelegt habe, Satan, Ahriman und Luzifer. Sie fordern uns heraus und prüfen uns, führen uns in die Prüfung, Nein zu sagen. Das können wir lernen von ihnen. Und glaub mir, ich meine, Luzifer, das sind hochgradige Intelligenzen. Die sind nicht nur negativ, ja. Die werden oft quasi von Leuten, die sie missverstehen, quasi sowas wie Dämonen, aber das sind sie eigentlich gar nicht. Wenn du zum Beispiel die Rolle des Teufels nimmst im vedischen Shiva, ja, wunderbar, würde ich eben mal empfehlen, sich mit Shiva zu beschäftigen, weil Shiva ist ja auch der Zerstörer. Aber Shiva kann nur zerstören, was nicht in der göttlichen Ordnung ist. Was in Liebe ist, wird Shiva niemals anrühren. Ja, das muss man begreifen. Ja, dazu mehr wollte ich jetzt gerade mal nicht sagen. Ja, aber die Kräfte manipulieren doch die Leute dahingehend, damit sie von den ganzen Zeug überhaupt kein Wissen haben, damit sie quasi, wer nichts weiß, den kann man natürlich leicht irgendwo hinführen und das kann man denen ja irgendwie schon zuschreiben, damit die ja den Leuten quasi die Möglichkeit nehmen, darauf Einfluss zu nehmen, oder sehe ich das irgendwie falsch? Nee, zum Teil nicht. Das passiert, wie du sagst, aber da gibt es Gründe dafür, wie zum Beispiel karmische Art, dass schon halt mehrfach in mehreren Übergängen und Zyklen, Zeitfenstern versäumt wurde, von den Menschen Korrekturen zu machen und anzubringen. Und wenn die Versäumnisse sich häufen, dann werden die Dinge krasser. Dann kriegen die Dunkelmächte Übergewicht und haben noch mehr Möglichkeiten, dich zu verführen. Das ist die logische Folge, wenn öfter Zeitfenster verpasst werden, wo man hätte sagen müssen, nein, nein, ja. Okay, Thomas, soweit? Ja, das wär's mal. Danke. Ja, schön, dass du hier bei uns ins Studio gekommen bist. Und es gibt im Außenchat noch die Diskussion, ob die Außerirdischen uns nicht helfen können, sollten und werden. Da gibt es eine Gegenstimme. Ich zitiere die Luna mal, nur wenn es gar nicht anders geht. Aber damit berauben sie uns der Lern. Erfahrung und wir dürfen noch mal 1000 Jahre lernen. Und die Luna hofft, dass wir es alleine schaffen. Dann gibt es noch mal die Gegenrede, dass vom Walter muss sich nicht der Schöpfer allein um seine Schöpfung kümmern. Und dann gibt es noch mal eine Anmerkung von jemand anders, vom Andi: Wir sind die Außerirdischen. Also das wird jetzt auch noch mit eingebracht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Severino, gehst du dieses Thema auch in deinem Buch an? Habe ich da recht? Du hast vollkommen recht und man kann unsere heutige Welt und die Weltgeschichte gar nicht interpretieren, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt und nicht weiß, was alles an wirklicher Geschichte auf diesem Planeten schon passiert ist. Und da gibt es genug Artefakte und Forscher, die mittlerweile schon in den letzten 100 Jahren viele Bücher, ich denke jetzt gerade mal an Zecharia Sitchin, der die Chroniken des Planeten Erde verfasst hat, wo es um die sumerischen Götter, die Anunnaki ging, eine Gruppe gefallener Engel, die hier auch sehr einflussreich die letzten Jahrtausende, Hunderttausende von Jahren schon war. Und letzten Endes, da hat der vollkommen recht, der gute Mann, der sagt, wir sind die Außerirdischen, natürlich. Wir sind Seelen,
die aus verschiedensten Bereichen kommen, verschiedenen Sonnensystemen, manche sogar aus ganz anderen Galaxien. Und wir haben hier diese Inkarnation gewählt aus verschiedenen Gründen, um Lernerfahrungen zu machen, weil es ist auch im Sinne der Veden, die alten Überlieferungen berichten uns, dass der Erdplanet ein Lernplanet ist. Es gibt, ich glaube angeblich in unserer Galaxie, 247 erdähnliche Lernplaneten, wo quasi auch unterschiedliche Mischungen von Gut und Böse installiert sind, um Lernprogramme zu absolvieren. Ja, da fällt mir der Begriff Abenteuer ein. Das geht nie zu Ende, die unendliche Geschichte, nicht wahr? Absolut, das ist eine unendliche Geschichte. Wenn wir mal begriffen haben und das Bewusstsein darüber da ist, dass wir unsterbliche Seelen sind, die schon seit uralten Zeiten unterwegs sind und so viele Erfahrungen gesammelt haben, wie sich kaum einer vorstellen kann. Alles liegt in uns drin. Wir sind Mikrokosmen, Abbilder des Makrokosmos. Und als solches, auch in esoterischen Lehren, ist das ja alles bekannt. Und es sind ja auch diese esoterischen Lehren, die von gewissen Geheimgesellschaften, Logen und so weiter benutzt wurden, zurückgehalten wurden. Die haben nur ihre eigenen Mitglieder damit zum großen Teil bis heute manipuliert, indem sie die geheimsten Wissensbereiche, wie der Mensch funktioniert, was er ist, wo er herkommt, man weiß das alles. Es gibt elitäre Gruppen, die wissen das genau. Ja? Die wissen, von wem sie abstammen und wo sie herkommen, wer die Vorfahren waren. Das geht so weit, dass es auch in andere, auf andere Planeten geht und so weiter. Unser ganzes Sonnensystem hat eine völlig andere Geschichte als die, die wir kennen. Die öffentliche Geschichte ist Lug und Trug eben. Und jeder muss sich halt selbst sein Wissen verschaffen und offen sein, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist eine multiple Sache. Sie kann eins sein in Form der Liebe. Liebe ist die eine Wahrheit, aber es gibt auch viele Wahrheiten. Genau, so ist es. Und wir Lieber sind. Severino. Ja, wir sind sowas wie Zeit. Entschuldige kurz noch. Wir sind sowas wie Zeitreisende Beobachter. Wir sind unterwegs und beobachten. Und was wir lernen müssen, ist uns nicht in diesen dualistischen Gefängnissen zu identifizieren mit irgendwelchen Ideologien und Glaubenssystemen, sondern wir müssen unsere eigenen Erfahrungen machen. Und dazu gehört halt auch ein bisschen Mut. Das Neue und Unbekannte, sage ich immer, ist immer da. Man muss nur hineingehen. Es ist zu jeder Zeit um uns eine multidimensionale Welt aktiv. Und zu jeder Zeit, wenn du bereit und offen dafür bist, kannst du hineingehen in diese Erfahrung des Göttlichen, wenn du sie so nennen magst. Es ist eine wunderbare Reise, die wir machen. Wunderbar. Lieber Severino, wir danken dir für deine weisen Worte. Wir danken dir für deine Offenheit, dass du mit uns deine Erfahrungen hier teilst. Ich möchte zu einem Abschluss kommen. Wir werden noch ein Abschlusslied von dir einspielen. Davor möchte ich dich noch kurz fragen, wie hat es dir hier bei uns gefallen, Namokitok Serva? Sehr gut. Also ich bin richtig begeistert von der Sache und ich würde euch gerne mal auch kennenlernen, euch mal sehen, wie ihr euch anfühlt, so in euren Körpern, euren Kleidern, die ihr angelegt habt, ja. Aber das wird bestimmt geschehen, wenn es sein soll. Und es würde mich freuen, mit euch auch noch weiterhin in Kontakt zu bleiben und vielleicht auch noch eine Sendung zu machen über diese Themen oder über das Thema Kunst haben wir jetzt gar nicht gesprochen, weil eigentlich sind wir alle Künstler, ja. Das mündet in das Thema der Kunst, unser Thema, das der Sinn oder das Ziel des Menschen ist es wirklich, ein Künstler zu sein, ein schöpferisches Wesen und nicht das Motto Zeit ist Geld,
sondern Zeit ist Kunst, nämlich die Zeit, die ich hier verbringe in dieser Dimension, benutze ich, um schöne, kreative Dinge in der Welt entstehen zu lassen. Schönheiten, Musik, Gedichte, Skulpturen, Begegnungen, Tanz, Theater, all diese Dinge. Ja, genau so ist es. Ja, ich möchte einen Abschlusswort bringen. Vielleicht mag dann die Preiselbeere noch was sagen. Und der Passepartout ist auch noch hier. Und der Thomas vielleicht auch noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir. War sehr schön. War eine sehr spannende, interessante Sendung. Vor allem lauter Weisheiten und wirklich Informationen, die man auch erstmal verdauen muss. Ja, ich reiche das Wort an die Preiselbeere weiter. Ja, vielen Dank, Nelly. Ja, ganz herzlichen Dank auch an dich, Severino, der du heute zu Gast hier warst, bist. Du bist auch noch sehr herzlich willkommen im offenen Nachtalk. Vorher möchte ich dich gerne mit nochmal haben. Und vor allem möchten wir dich hier auch nochmal in einer Sendung haben, mindestens in einer. Und wie du schon sagtest, über die Kunst haben wir kaum geredet. Und ja, ich freue mich schon sehr auf ein weiteres Mal mit dir hier im OkiTalk. Und ja, sage danke. Und würdest du vielleicht gleich nochmal sagen, etwas zu dem letzten Musikstück, das ich, nachdem Passepartout und Thomas ist schon weg, Passepartout sich vielleicht noch geäußert hat, würdest du was darüber sagen, wie das entstanden ist? Bitte. Session heißt das Stück. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, was für ein Stück es ist. Ich müsste es erst mal kurz hören, weißt du? Oh gut, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Und Passepartout, hast du noch etwas? Nö, ich habe zugehört. Und ich freue mich immer wieder, wenn Menschen über etwas sprechen, was andere Menschen vielleicht noch nie gehört haben. Jetzt haben wir gepflanzt, jetzt warten wir mal, was aufgeht. Jawohl. Ja, hört sich echt gut an. Danke euch allen. Ich sag mal tschüss, liebe Nelly. Und ich tschüss, lieber Severino. Bis bald. Bis bald. Und auch danke an alle Zuhörer. Und ich hoffe, wir konnten einige erreichen und beschwingen mit unseren manchmal dunklen Themen, aber insgesamt denke ich, haben wir eine gute Sendung gemacht und danke allen Zuhörern auch, dass sie uns zugehört haben und dass wir uns irgendwo wieder hören, wieder sehen. Also, ciao! Jawohl, also tschüss an alle und jetzt spielen wir noch ein Stück von und mit Severino an. Bist du bald in einem Verbot? Das Wort der Liebe kennt.
Klischeehafte Denke, das Sicherheitsverrecke, die eingeimpfte Norm hält dich zurück vor dem einzig wahren Schritt. Denn nur dann bist du frei und dein Stern macht seine logische Bahn. Du wolltest deinen ganz normalen Bahn. Machidaya, 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 machida